Hallo da draußen und huhu, wir spielen heute wieder eine Runde Vidiason Saga. Und ja, diesmal sogar wieder mit 4 Spielern. Und dabei sind heute der Hjalte Kolbeinsson, gespielt von Pölle. Hallo, Pölle. Hallo. Und so sieht der Pölle aus. Dann haben wir auf meiner von mir aus gesehen linken Seite die Fianna Steinhauer, bei euch rechts oben. Die wird gespielt von Leopardin 202, aber heute leider ohne Kamerabild. Hallo, guten Abend. So, dann einmal unten rechts von euch aus gesehen Nazir Ibn Zahir Al-Masrim, der Neue in der Runde. Ja, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, der hat auch einen eigenen Charakter. Ein eigenes Charaktervorspiel bekommen. Ja, gespielt vom guten Mischka. Da. Kann er auch sprechen. Oh ja, ich habe ein Mikro. Sorry. Ein gutes zusammen und herzlich willkommen beim Koali. Sehr gut. Sklave. Ah! So, unten links von euch aus gesehen, Valion Herzensklang. Heute ausnahmsweise mal mit Bild. Yay! Ja, Gespielt vom künftig. Enigmon. Ja, und ich habe schon, bevor ihr es sagt, ne, in Wirklichkeit sehen Elfen so aus. Es ist einfach nur eine Verdrehung menschlicher Fantasy-Literaten, dass Zwerge so aussehen sollten. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Und die Menschen haben es einfach nur nicht gerafft und schreiben das ständig falsch. So. Ja. Und ja, weil einige von euch bestimmt das Interlude vom Nazir noch nicht gesehen haben, beziehungsweise einige meiner Spieler das noch nicht gesehen haben und gar nicht wissen, was dem guten Nazir passiert ist, dann haben wir heute zweimal ein Recap, einmal vom Nazirs Zwischengeschichte und einmal das Recap von dem, was beim letzten Mal in der Hauptstory passiert ist. Und wir fangen einfach mal an mit Nazirs Zwischengeschichte. Ja, kannst du dich ein bisschen vorstellen, Nasir? Wer bist du so? Was machst du so? Und was ist dir denn passiert auf dem Weg? Ja, du bist ja noch nicht bei der Crew, aber Crew, eine auf Gang. dem Weg Richtung Küste. Ja, mein Name ist Nazir Ibn Zahir Al-Masrem. Ich bin meines Zeichens angehender Avis-Geweihter und bin als ja, Wanderprediger sozusagen unterwegs mit meiner Ziehmutter, auch einer Avis-Geweihten. Wir sind durchs Land gereist und im Gebirge ist ein Missgeschick passiert. Meine Mutter hat sich den Fuß verstaucht, sodass wir in einem kleinen Örtchen oder Fuß, offener Bruch, ja, gut, verletzt, sagen wir es mal so. Sodass wir in einem kleinen Dorf Unterschlupf finden mussten, um dort ihre Wunden heilen zu können. Dem Dorf war ein Heiler anwesend. Da unser Geld aber relativ schnell zur Neige ging, habe ich dort Arbeit bei dem hiesigen oder einem hiesigen Bauern gefunden, um die Heilung meiner Mutter zu bezahlen. Wie das Schicksal und die Göttin Raya so will, habe ich da Kontakt mit der Bauerstochter aufgenommen, die dann auch irgendwann ein Kind von mir erwartete. Aber dazu später mehr. Ja, in der Nähe des Dorfes war der sogenannte Finsterwald, in dem böse Monster hausen und wo niemand reingehen darf, was ich natürlich prompt getan habe. Und dabei wurde ich vom Sohn des Schmiedes gesehen, der daraufhin selbst in den Finsterwald gegangen ist. Und dabei gab es wohl ein Missgeschick. Des Nachts hat man einen lauten Schrei gehört. Alle Dorfbewohner sind zusammengekommen und mir ist aufgefallen, dass der Junge des Schmiedes ein blutiges Schwert in der Hand hielt. Ich wollte das zur Sprache bringen, aber das wurde abgewiegelt. Ich bin dann in den Finsterwald gegangen, habe dort eine schwer verletzte Elfe gefunden. Jetzt muss ich gerade gucken, welche Reihenfolge das war. Ich habe dann nach anderen Elfen gesucht, um das mitzuteilen. Hab dann aber keine gefunden, genau. Und als ich die verletzte Elfe wieder so aufsuchen wollte, war diese verschwunden.
Und einer der bösen Kumpanen des Sohn des Schmiedes hatte die dann, also der Sohn des Dorfvorstehers, hatte sie dann in ihr Haus geschleppt. Und da war sie, glaube ich, schon tot. Ah, ne, ich habe gerade gesehen, wie sie gestorben ist, genau. Hat sie in ihr Haus geschleppt, hat ihr die Haare abgeschnitten und wollte dir wahrscheinlich irgendwie dann verkaufen ungesehen so verscharren. Ja, wer weiß das schon so genau. Oder hatte einen komischen Haarfetisch, oder so, wer weiß das schon. Ja. ja, danach bin ich dann wieder in den Wald und wollte die Elfen beschwichtigen. Hab dann auch wirklich welche gefunden, die sahen das aber anders und haben mir dann quasi ein Ultimatum gestellt, dass bis zum Abend das Dorf geräumt sein muss oder alle anwesenden Menschen werden sterben. Ja, schließlich haben die Elfen ja einen uralten Vertrag mit den Menschen, dass die generell auf dem elfischen Gebiet siedeln dürfen, ja. Kein Mensch weiß mehr was von dem Vertrag, aber die Elfen wissen es halt noch. Und ja, der Vertrag wurde verletzt, weil die Menschen sich in den Finsterwald getraut haben und sogar das Lied gestört haben, indem sie jemanden getötet haben. Ja. Genau, diese Stimme ist für immer eingeschlafen oder verstummt. Ja, mein Appell an die Vernunft der guten Landbevölkerung ist auf ziemlich taube Ohren gestoßen. Die Menschen haben sich selbst gewappnet, um den Elfen entgegenzuziehen. Fackeln und Forchen. Ja. Genau, Fackeln und Forchen. Genau so sieht's aus. Richtig Frankenstein-like. Und ja, ich habe dann gedacht, okay, ist halt so. Hab mir dann meine Mutter geschnappt und genau, dann der Bauersfrau quasi gebeichtet im Kontext, dass die Tochter von mir schwanger ist und dass die Elfen auf jeden Fall die Stadt überrennen werden, dass die paar Hansels mit Fackeln und Forken die nicht aufhalten können, weil das halt lautlose Killer sind. So ist es. Und die hat mir dann ihren Karren anvertraut, um meine Mutter und die Tochter wenigstens in Sicherheit zu bringen. Sie selbst wollte mit ihrem Mann dort untergehen. Wir haben die Flucht ergriffen, jedoch sind uns Elfen nachgesetzt und haben uns mit Pfeilen beschossen. Ich habe mir dann ein Scharmützel mit den Elfen geleistet. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wo meine angehende Zukünftige, also die Bauerstochter mit dem Kind von mir, wurde tödlich getroffen. Und als uns die Elfen quasi umzingelt hatten, beziehungsweise ja, in so einer Ecke hatten, dass wir ja, kämpfen sterben oder dass ich kämpfen sterben wollte, hat sich meine Mutter auf dem Karren verletzt, wie sie war, aufgerichtet, ihr bis dahin ewig auf dem Kopf befindlichen Kopftuch entfernt und entblößt, dass sie eine Elfe oder Halbelfe, ich weiß, Halbelfe ist. Ja. Und mit diesem Wissen haben uns die Elfen dann ziehen lassen. Hatte abgeschnittene Ohren. Ne? Genau. Ja. Richtig. Und ja, das war ein ziemlich übler Bruch in der Seele von Nasir, der sonst ein ziemlicher schwere Nöter und Frauenheld war. Ja, der sich dann schon am heimischen Herdfeuer mit Kind und Frau gesehen hat, die jetzt durch einen Elfenpfeil starb. Ja, und nun bin ich auf der Reise oder ja, auf dem Weg nach Olport. Genau, weil deine Mutter in ihrem hohen Alter, und die Dame ist wirklich schon sehr, 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 sehr alt, noch einmal das Meer sehen möchte. Ja. So quasi ihr letzter Wunsch. Genau. Ja, und was beim letzten Mal dem Rest der Gruppe passiert ist, das ist fast zusammen unsere Haus- und Hofchronistin Fianna Steinhauer. Genau. Es fing damit an, dass wir uns noch weiter vorbereitet haben auf die Reise, die jetzt bald losgehen sollte. Wir waren ja alle in die Crew aufgenommen. Mein guter Meister Ugo Boxbansen hat dann doch ein bisschen schlechtes Gewissen gekriegt, dass er mich auf das Schiff gescheucht hat und hat mir freundlicherweise sein ganz tolles Schwert mitgegeben, das so ganz mit Gold und reich verziert mit Edelsteinen und mit Löwenkopf und sowas, ganz tolles Ding, hat mir das mitgegeben, obwohl ich mich damit nur gar nicht so wohl fühle und sagt mir, ich muss natürlich gut drauf aufpassen und ihm das auch wieder zurückbringen. Ist nämlich nur eine Leihgabe.
Ja, ich muss da nochmal ganz Mir ist das. kurz einfallen, weil es auch wieder in den Kommentaren drin gestanden hat. Natürlich gibt es Magier, die ein Schwert führen dürfen in Aventurien, ja? Nämlich die von der Akademie Schwert und Stab zu Gareth. Also Genau. keine böse Schelte gegen den Meister, der sowas weiterlässt, sondern es ist wirklich, es gibt eine Akademie, die dürfen das. Die dürfen Und das. da Und war die werden Fiona auch nun mal für her. ausgebildet. Genau. Genau. So, richtig. Genau. Und das darf ich jetzt bekommen, da ich ja mir selbst nie eins irgendwie zugelegt habe. Ich finde das aber echt protzig und es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich damit jetzt rumlaufe. Aber ich gehe zum Hafen, wo die anderen auch schon zusammen sind. Wir lernen noch ein paar Leute aus unserer neuen Mannschaft kennen, nämlich zum Beispiel die Zwergin Mira, die Tochter von Maro, den Livesen Krotet, einen tätowierten Südländer, der sich als Nu rausstellt, und einen älteren Torvaler, der Hain heißt. Wir werden von Phileason ganz stark als Crew miteinander eingeschworen, dass wir jetzt zusammengehören, dass wir jetzt wie eine Familie sind und ja, dass wir zusammenhalten sollen. Dann kommt der Herold und es werden die Regeln für den Wettkampf verkündet. Wir sollen 3x4 Questen in Aventurien und darüber hinaus erledigen. Wir dürfen unsere Gegner behindern, jedoch nicht töten. Und wir haben für die ganze Aufgabe 80 Wochen Zeit. Und unsere erste Aufgabe wird uns auch direkt verkündet. Wir sollen einen zweizähnigen Kopfschwänzler im hohen Norden fangen. Genau. Was das genau ist, müssen wir noch rauskriegen. Also ich versuche das teilweise zu erklären, aber so richtig überkommt das auch noch nicht, was das ist. Wir werden es erleben. Die gute Shaya wird uns als Geweihte zugewiesen, denn jedes Team bekommt eine Travia-Geweihte zugewiesen, die sich um den richtigen Ablauf des Wettkampfes kümmern soll, und auch dann zu fortgeschrittener Zeit die nächsten Stationen des Wettkampfes verkünden wird. Und dann bekommen wir als kleine Truppe den Auftrag von Beorn, den Auftrag von Phileason, die Vorräte zu besorgen für unsere Fahrt. Nur wir stellen ihn leider an dem Kontor fest, wo er behauptet, das vorbestellt, wo er das bestimmt auch vorbestellt hat, dass Beorn das alte Schlitzohr das schon alles aufgekauft hat und dafür gesorgt hat, dass in der ganzen Stadt auf die Schnelle jetzt keine Vorräte zu besorgen mehr sind und wir wahlweise 2 Tage warten müssen, bis wir was kriegen oder uns was Gutes einfallen lassen müssen. Und wir sehen auch, dass Beorn sein Schiff belädt mit den Vorräten und auch, dass er aber nicht so viel hat, wie der haben müsste, wenn er wirklich alle Vorräte der Stadt aufgekauft hat. Der hat bestimmt noch mal irgendwo was versteckt. Wir kommen also auf die Idee, die thulamidischen Reisenden zu fragen, die wir ja getroffen hatten. Und können sie tatsächlich mit ein bisschen Geschummel, aber das hat keiner mitgekriegt, so machen Elfenfreunde, auch dazu kriegen, dass sie sich für uns darum kümmern, den Proviant zu besorgen. Und so können wir dann auch tatsächlich pünktlich in See stechen. Wir machen Seeübungen, wir rudern, wir setzen Segel, wir entern. Dabei säuft unsere liebe Zwergin beinahe ab und ich muss sie retten. Das findet sie nicht so geil, weil ich ihr sage, sie soll ihre schwere Rüstung ausziehen und die so ein bisschen von ihr löse, Die die ist dann ja auch gar leider. nicht wirklich abgesoffen, das war einfach nur eine zwergische Schwimmübung. Ja, Tja. genau, das sah nur so blau im Gesicht aus, das kenne ich halt sonst nicht. Genau, und am nächsten Morgen gibt der Svafnir-Geweihte den Startschuss für das Rennen. Wir sind auf hoher See unterwegs. Der Wellengang ist gar nicht so ohne. Unsere Zwergin kann das auch nicht so gut ab. Unser werter Herr Elfe wird in den Ausguck eingeladen von Krotet und kann da auch ein bisschen seine gute Sicht unter Beweis stellen. Und gegen Ende zieht ein Sturm auf. Wir können feststellen, dass der magischen Ursprungs ist, ein Mast bricht. Zwei Leute gehen über Bord und hier enden meine Aufzeichnungen. Ja, genau. Wir haben bei dem Sturm aufgehört zu spielen beim letzten Mal. Und
ja, mit vereinten Kräften und ja, mit Einsatz von hohem, also mit hohem Einsatz der Crew, und ihr schließt euch ja ein, schafft ihr es, das Boot nicht zum Kentern zu bringen innerhalb dieser riesigen Wellen und des Sturms, der kommt. Und irgendwann ebbt dieser Sturm auch wieder ab. Wie gesagt, ihr habt zwei Leute verloren während des Sturms. Ein Mast ist zumindest angebrochen, ein Segelmast. Und komplett eine Reihe der Ruderbänke sind fast unbrauchbar geworden und müssen auf jeden Fall dringend ausgebessert werden. Eine Reihe meint eine Seite, oder was Genau, meinst du jetzt damit? ja. Und ja, so treibt ihr erstmal relativ, nachdem der Sturm abgeebbt ist und alle sich wieder mit Leib und Leben irgendwo, wo sie sich festgekettet oder festgehalten hatten, irgendwie gerade wieder zu Kräften kommen ein bisschen. Die See merkt auf einmal merkwürdig ruhig, und die alten Seebären, von denen ihr auch einige an Bord habt, inklusive Phileas und Ohm natürlich, denen ist das Ganze sowieso nicht geheuer, weil so schnell kommt und geht ein Sturm nicht. Und ja, der gute Hain wird auf jeden Fall auf Valion zeigen mit seinem Amulett umklammert, das ihm halt Jalte ja gegeben hat. Der Elf ist schuld! Der Elf ist schuld! Ich hab's ganz genau gesehen! Ich hab ganz genau gesehen, wie er den Sturm herbeigerufen hat. Genau, ich würde mich ja selbst in einen Sturm begeben, um darin umzukommen. Das machen die Sehr Elfen immer. glaubwürdig. Immer wenn sie irgendwo an Bord eines Schiffes gehen, wird es untergehen im Sturm. Das wissen Ja, doch, und ich das gehe dann weiß mit jeder. unter und sterbe dann, ne? Kapitän, Kapitän, das weiß doch jeder, dass ein Elf an Bord Unglück bringt. Robb da mal so dazwischen. Wo es auf dem Weg dazwischen, robbst du über die gute Mira hinweg, die sich immer noch an einem Fass festhält und zitternd durchnässten Lederrüstung an Bord sitzt. Ja, Entschuldigung. Da gibt es vielleicht eine Schlägerei. Da muss ich hin. Ja, da. Ist alles erklärt. Robb halt über sie hinweg. Und robb mich so ein bisschen vor den Elfen. Hey Hein, das geht mir langsam auf den Senkel. Wir haben Was? jetzt gerade echt Besseres zu tun, als rumzubrüllen, der ist schuld, der ist schuld. Dieser Nee, Sturm kam nee, aus dem nee. Nichts. Wer kann das denn anders gewesen sein als der Elf? Keine Ahnung. Wenn wir heute Nacht schlafen und an Bord sind, und dann überwältigt er die Wachen und macht da noch einen Sturm, und dann sind wir alle des Todes. Guck dir den mal an, wen soll der denn überwältigen? Wer weiß, was sie für komische Dich Zauberkräfte haben. vielleicht. Ja, ich schlage Raluf nieder. Mit dieser Faust. Habt ihr es gehört? Er hat Raluf bedroht. Was? Ich Wer guck hat mal zu mich Raluf. bedroht? Raluf, fühlst du dich bedroht? Ich frag doch gerade, wer mich bedroht hat. Ich habe nichts mitbekommen. Was ist denn? Ach, Hein ein behauptet, überhaupt. der Elf will dich niederschlagen. Was? Dann baut sich so Rallo vor Valion und so auf. Du willst mich niederschlagen? Glaubst du, diese Faust könnte dich ernsthaft niederschlagen, Ranulf? Natürlich nicht. Jetzt siehst du. So, Leute, ey, genug Spaß gehabt. Sind wir eigentlich noch vollzählig? Durchzählen. Ist der Hitmann? Ja, wie gesagt, zwei fehlen von der Mannschaft. Aber sonst sind alle relativ wohlauf, bis auf diese bläulich-grüne Gesichtsfarbe bei der Zwergin. Es scheint auch niemand großartig verletzt zu sein. Tja, Valion, ob die Zwerge sich anmalen, während es einen Sturm geht, weißt du nicht. Vielleicht ist es eine Kriegsbemalung oder so.
Ist auch schwer nur zu erkennen unter dem Damenbart, aber ja. Ja, ich würde auf jeden Fall noch zusehen, dass ich auf einen hohen Punkt vom Schiff komme. Der Mast ist ja nicht mehr da. Ja, der ist schon noch da, der ist halt nur angebrochen. Also er steht noch, ach, okay. Aber er müsste auf jeden Fall repariert werden. Gut, dann sehe ich zu, dass ich halt wieder nach oben komme. Mhm. Ja, Krottet würde dich... So kommen wir ja nicht weiter und dann müssen wir ja dringend irgendwie an Land. Ja. Ja, Leute, jetzt heißt es rudern mit den Rudern, die wir noch über haben. Sonst sind's mir manövrierunfähig. Packt ein paar Ruder von der rechten auf, von der Backbord auf die Steuerbordseite. Ich weiß gerade nicht, gibt's hier Nautica unter uns im Chat? Wo ist Backbord, wo ist Steuerbord? Ich glaube, Backbord ist rechts. Steuerbord ist R. Steuerbord ist rechts, Backbord ist links, ja. Ja, ich melde mich auch nochmal beim Hetman. Also als wir so durchgezählt haben und mitgekriegt haben, dass da tatsächlich zwei fehlen, habe ich auch erstmal sofort aufgehört mit dem Lachen. Hetman, wollen wir jetzt einfach weiterrudern? Wollen wir nicht wenigstens zu Swafnir beten für die beiden Verschollenen? Das sollten wir auf jeden Fall tun. Also zu den Zwölfen beten, meint Chaya. Ja, meinetwegen auch zu diesen Zwölfen. Ja. Sie sind zumindest beim Ausübung ihrer Tätigkeit gestorben. Ich denke, sie werden jetzt schon in Borons Hallen sein, wenn ich den Sturm bedenke. Heißt der so, dieser Zwölfe, Boron? Ja, Jalte ist sich schon bewusst, um was es da geht, glaube ich. Okay. Ja, ist er nicht von irgendwo hinter Tupfingen. Also er ist schon von weit her, aber dass er davon allerdings gehört hätte, glaube ich nicht. Aufgewachsen, ja. Ne? Ja. Zumindest hast du dich ja schon eine Weile in Torwall aufgehalten. Meinetwegen. Ja. Mit Travia konntest du ja auch schon was anfangen. Ja, Travia ist ja auch im Torwallschen Pantheon. Okay, ja. Ihr werdet also Shaya organisiert einen kleinen Gottesdienst an Bord. Und das ist wieder mal für Valion eine sehr, sehr eigenartige Form. Du merkst irgendwie, die Menschen trauern irgendwie um den Verlust der Mannschaftsmitglieder. Das kennen Elfen ja auch. Aber ja, so, du hörst so ein paar von den Liedern, die du schon vorher mal gehört hattest, dass du bei einem Travia-Tempel geschlafen hast. Die würden auch wieder gesungen und dann von Om Volker auf der Laute begleitet. Und es werden einige Gebete, die relativ melodiös für Menschen sind, gesprochen. Und alle sind irgendwie betreten und traurig und ja. Eigenartige Stimmung gerade an Bord. Ja, ich sehe zu, dass ich im Ausguck bleibe, denn irgendjemand muss ja aufpassen. Und da ich mit Göttern ja nicht so viel am Hut habe, ja, passe ich dann halt auf und dann können die in Ruhe ihren Gottesdienst machen. Du und Inu, ihr seid die Einzigen, die sich so ein bisschen zurückhalten bei der ganzen Sache. Und wie ist es mit Krottet eigentlich? Der glaubt doch eigentlich auch nicht an die Zwölf, ne? Ja, aber der weiß das zu respektieren und macht auch überall mit und ja, der ist da mehr involviert als dieser komische Südländer. Okay. Ja. Ja, und dann werdet ihr anfangen zu rudern. Und Phileason tut sich schwer damit, gerade den Kurs zu bestimmen, weil es hat euch ordentlich durch die Gegend gewirbelt und kaum noch Land zu erkennen. Aber dank dem scharfen Blick von Valion könnt ihr die Küste dann doch noch irgendwann entdecken und rudert, was ihr könnt, Richtung Küste. Denke ich mal. Ja, und natürlich außerdem, dass Hain die Verschwörungstheorie hat, dass Valion an allem schuld ist, macht sich aber sehr schnell ein anderes Gebrücht breit, denn wahrscheinlich ist der Sturm mehr von Beorn irgendwie hervorgerufen worden. Schließlich haben einige von eurer Crew gesehen, wie er Magier rekrutiert hat aus Oldport. Das sind natürlich auch bekannte Wettermagier. So viel ist bekannt. Ja.
Was sagt denn unsere Magie-Expertin dazu? Ja, der Sturm war definitiv magisch gewirkt. Das war kein normaler Sturm. Also ich gehe davon aus, dass das, was hier gemunkelt wird, durchaus auch wohl stimmen kann. Dass der sich auch mit magischer Weise versucht hat, uns aufzuhalten. Und dabei trotzdem in Kauf genommen hat, welche von uns zu töten. Auch wenn das eigentlich gegen die Regeln läuft, aber da müsste man jetzt vielleicht mal die Geweihte fragen. Das ist ja schon eine große Gefahr, der uns da ausgesetzt hat, indem er uns auf diese Art versucht hat auszubremsen. Nun, wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass das Beorn war. Magische Phänomene sind nun mal gar nicht so unüblich. Und wer weiß, vielleicht waren es auch nur irgendwelche Elementargeister, die uns zürnen. Solche gibt's doch, oder? Ja, aber eigentlich greifen sie nicht einfach so unvermittelt Menschen an. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendein Gebiet übersehen oder sind ihnen zu nahe gekommen, dass sie sich verteidigen mussten oder so. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass meine Schwester es zugelassen hätte, dass sie einen solchen Schaden oder ein solches Risiko bei uns eingehen. Immerhin haben wir deswegen ja die Schiedsrichter mit an Bord von jedem Schiff. Ich hätte das hier auch nicht zugelassen, dass ihr etwas macht, was in diese Richtung geht. Und wenn sie es waren, dann sind sie wohl disqualifiziert, denke ich. So würde sie, glaube ich, entscheiden, wie ich sie kenne. Na, dann will ich hoffen, dass sie das mitgekriegt hat. Ja. Aber das können wir erst erfahren, wenn wir Beons Mannschaft wieder treffen. Ja. Jo. In den nächsten Stunden wird kräftig gerudert und es dauert eine ganze Zeit, dann bricht auch die Nacht herüber und auch am nächsten Tag werdet ihr noch ordentlich rudern müssen, bis ihr die Küste dann wirklich auch für Menschensicht auch erkennen könnt. Valion war der Einzige, der das ohne Fernglas noch so irgendwo am Horizont die einzelnen Ausläufer der Küste hat sehen können. Die anderen erkennen jetzt durch Fernrohre noch allmählich die Küste. Und ja, als ihr euch der Küste nähert, erkennt der Fachmann, der Kapitän natürlich auch relativ schnell, dass ihr in der Nähe von Oldport seid. Und ein paar Stunden später erreichen schon die ersten Schlepperboote, die euch entgegenfahren, die Seeadler. Und ihr werdet in den Hafen hineingezogen. Und die Seeadler wird in einem Art Dock halt hineingeschleppt und wird bald repariert. Was Phileas dann ein paar Sorgenfalten auf die Stirn zaubert, weil er meint schon, das wird eine teure Angelegenheit, den Mast wieder zu reparieren. Außerdem wird es ziemlich lange dauern. Bestimmt mindestens, wenn die sich sofort an die Arbeit machen, bestimmt so einen Tag. Wenn sie an nichts anderem arbeiten. Aber ich denke, da wir ja im Auftrag der Göttin Travia unterwegs sind und die Wettfahrt hat sich bestimmt auch bis hierhin herum gesprochen, werden sie sich auch so ordentlich gut um uns kümmern. Ja, und zumindest aus Valion müsste die Nachricht, dass ihr jetzt in Oldport seid, wo er eigentlich hin wollte, eigentlich ein freudiges Lächeln aufs Gesicht zaubern. Ja, in der Tat. Jetzt gilt es nur noch für mich, diese Halle zu finden, oder vielleicht sind ja auch mehrere, da halt eben die Elfen des Firnvolkes einkehren. Ja, wissen denn die Hafenleute etwas darüber? Ja, du kannst dich ja auch zwischendurch mal mit der Crew unterhalten, während ihr dann in den Hafen reingezogen werdet, und zumindest Grottet wird dir erzählen, dass auf jeden Fall, dass es eine Anzahl von Firnelfen in Oldport geben soll. Das ist ein kleiner Anteil der Bevölkerung, aber auf jeden Fall hat er gehört, dass es dort auf jeden Fall Firnelfen geben soll. Und wo finde ich sie in dieser großen Stadt? Das weiß ich auch nicht, Valion. Ich habe keine Ahnung, wo die Elfen sich so rumtreiben. Ich
Ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, sie aufzusuchen. Bei den Erfahrungen, die du gemacht hast oder von denen du gehört hast, kein Wunder. Und ich lächle dann. Ja, aber ich denke, einer von deinem Volk wird sie viel eher finden als ich. Ich könnte einfach eine Melodie anstimmen. Womöglich führt mich das zu ihnen oder sie zu mir. Das könnte sein. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Fianna, möchtest du mitkommen? Ich komme gerne mit. Ich war gar nicht gemutet. Guck mal, wie schön. Ich komme gerne mit. Ja. Und so kommt ihr am Hafen an und auf einem ganz anderen Weg zum Hafen befindet sich gerade Nasir, der inzwischen schon wieder einige Wochen in Olport unterwegs ist und immer noch verkraften muss, was dem da widerfahren ist auf seiner Reise, obwohl inzwischen ist das auch schon wieder ziemlich lange her und ziemlich viel hat sich ereignet. Zum Beispiel hat deine Mutter, die Zugvogel, die Weihe zugesprochen, die lang versprochene. Und sie hat gesagt, sie wird sich auf den Weg machen zurück nach Fasar, auf ihre letzte Reise. Wohl möglich. Und sie hat dir jetzt gesagt, es ist eigentlich an dir, nun eigene Wege zu gehen. Schweren Herzens wünsche ich ihr dann eine gute Reise. Und ja, es fällt mir jetzt schwer, weil diese Frau war ja größtenteils meines Lebens mein Wegbegleiter. Ja, mich, nicht so lange, wie du dich erinnern kannst, war sie immer da, ja. Richtig. Aus dem Slums herausgeholt und mich auf den Weg an das Geweihten gebracht. Und tja. Hast du schon eine Idee, was du mal sehen möchtest, Nasir? Ich meine, irgendwohin wird es dich doch treiben. Irgendwohin wird sich der Vogel doch tragen. Ja, ich weiß es nicht, Mutter. Das Meer hat es mir derzeit sehr angetan. Es ist weit. Und herrlich, nicht wahr? Was ist wohl dahinter? Ich meine, vielleicht gibt es noch andere Kontinente. Nicht nur Aventurien. Ja, ein paar Gelehrte berichten davon, aber es sind alles nur Mythen, glaube ich. Dann wird es wohl Zeit, diese Mythen zu klären. Und außerdem haben die Adler aus dem Traum mich ja auch aufs Meer herausgetragen. Ja, ich träume diesen Traum auch immer noch. Ich sehe dich immer noch auf dem Adler über das Meer fliegen. Dann sollte ich wohl mein Glück am Hafen versuchen und auf ein Schiff warten, was möglichst weit reisen möchte. Ich denke, das ist ein guter Plan. Aber zumindest geht es auch meinem Bein wieder gut. Ich glaube, ich kann auch in den nächsten Wochen aufbrechen. Das freut mich sehr, Mutter. Vielleicht nehme ich den Jungen vom Marktplatz in meine Obhut. Was meinst du? Der uns geholfen hat und die Stadt gezeigt hat. Ja. Ich denke, er wird... Er erinnert mich irgendwie an irgendwen. Ich weiß nicht, wen du meinst, Mutter. Ja, ich bin auch schon etwas älter und weiß auch nicht mehr genau, wie sein Name war. Sie lächelt dich an. Ja. Würde ich auf jeden Fall nochmal umarmen und möge der Zugvogel und alle Zwölfe mit dir sein. Du hast jetzt große Verantwortung, Nasir. Aber ich bin sicher, dass du sie gut trägst. Und vergiss nicht, die Karten zu zeichnen und die Vorkommnisse aufzumalen. Das werde ich, versprochen. Und wir treffen uns vielleicht in Fasar wieder, wenn du deine Abenteuergeschichten dorthin bringst. Das werde ich auf jeden Fall, das verspreche ich dir. Dann mach's gut. Auf Wiedersehen, Mutter. Und so macht sich der gute Nasir auf den Weg zum Hafen, um ein Schiff zu suchen, was möglichst weit wegfährt. Und kommt just in dem Augenblick an, in dem die Seeadler ins Dock gezogen wird. Und es ist natürlich
einen Anblick und auch, es haben sich auch einige Schaulustige irgendwie nach in den Hafen gesellt. Und natürlich ist die Kunde von der Wettfahrt auch bis nach Oldport gelangt, dass die beiden größten Kapitäne, die Torvald jemals gesehen hat, sich eine Wettfahrt rund um Aventurien liefern sollen. Und und irgendwo kriegst du hier mit, dass dieses eins der Schiffe, die bei der Wettfahrt beteiligt sind, dass gerade das Schiff in den Hafen gezogen wird. Ja, und das ist natürlich. Und so stehst du mit am Kai und am Pier und schaust auf das Wasser hinaus und siehst den Rumpf der Seeadler und du siehst auch den von diesem Drachenboot halt die Front, die halt wie ein Adlerkopf aussieht. Das heißt, sie heißt nicht umsonst die Seeadler. Ja, überrascht mich sehr und das scheint wohl ein Zeichen der Götter zu sein. Und dann warte ich ungeduldig, bis die Seeadler anlegt. Ja. Wie gesagt, sie wird in einen Dock gezogen. Anscheinend ist das Schiff schwerer beschädigt. Und von Bord gehen relativ schnell einige Matrosen. Und einige merkwürdig gewandete Personen, eine Magierin und auch ein Elf ist dabei, mehrere Torvaler und gehen von Bord. Ja, dann würde ich mich direkt mal da an den Kai machen und würde den ersten, der vom Schiff kommt, ansprechen. Ganz elanmäßig, der Erste, der von Bord geht, ist wahrscheinlich der gute Hjalte. Immer mit voraus, nicht wahr? Klar. So wird Hjalte wahrscheinlich der Erste sein, den du antriffst. Aber bis zum Gruße, stolzer Mann des Meeres. Seid ihr von der Seeadler, dem legendären Schiff von Captain Fogwulf Filiason? Ich drehe mich so um, guck das Schiff an, guck ihn an. Yep. Ich habe bereits von eurer Queste gehört. Von was? Von eurem Ansinnen, eurem Auftrag, eurem Vorhaben. Ach so, die Nasenschwänzler. Ich weiß doch von der Wettfahrt um ganz Aventurien. Nur von der Wettfahrt von Ja, genau. Ja, ist richtig. Ja, ich bin schon wieder einen weiter im Gedanken. Wir sollen Ich wollte nur gerade von Quali wissen, was genau ich jetzt weiß über die. Du weißt nur, dass es eine Wettfahrt ist, ja. Ja, von der Wettfahrt. Ja. Ihr werdet sicher in Regionen der Meere hervorstoßen, wo niemand sonst zuvor war. Ja, Enterprise-Thema jetzt bitte einspielen. Das ist wahrscheinlich, jawohl. Und wir werden wahrscheinlich auch Taten tun, die niemals ein Mensch zuvor getan hat. Tattäter. Ja. Dann verneige ich mich nochmal. Könnte ich euch meine Hilfe anbieten und auch somit indirekt die Hilfe des Gottes, der Reisenden, Avis? Keine Ahnung, von welchem Gott du sprichst, aber Hilfe können wir gebrauchen. Kannst du gut mit Holz umgehen? Definiert mir in diesem Kontext den Begriff gut. Ich kann gut Figuren schnitzen. Kannst du ein Schiff reparieren? Und zwar möglichst schnell. Ich kann euch zumindest dabei helfen. Ich weiß zumindest, wie man Holz bearbeitet. In der Schiffstechnik kenne ich mich nur bedingt aus. Was kannst du sonst noch so? Nun, ich bin bereits einmal quer durch Aventurien gereist. Ich beherrsche eine Menge Sprachen und ich besitze ein gewisses Verhandlungsgeschick. Alles klar. Ich pack dich so am Kragen, hinten am Nacken. Moment. Guter Mann, nicht so stürmisch. Ich verstehe eure Aufregung. Weiter. Ich verstehe euren Enthusiasmus, aber nun gut, hier wünscht. Das ist wohl Ja, komm, ich stell dich einfach dem Hetman vor. Dem sagst du das und dann bist du wahrscheinlich dabei. Komm, ich schlepp dich einfach weiter. Also wahrscheinlich läufst du noch so halb, so auf Zehenspitzen hinter mir her, aber ich halt immer weiter auf den Kragen. Bis wir irgendwann vor Filiosson persönlich stehen.
Hetman, ich habe da wen gefunden, der will mitkommen. Der will mitkommen? Ja, und der kann einiges, sagt er. Ah, wer bist du denn du? Fogwohl Phileason, mein Name. Er würde so einen halben Schritt zurückgehen, mich verneigen, meinen Hut ziehen. Seid gegrüßt, Fogwohl Phileason. Mein Name ist Nasir ibn Zahir al-Masrem. Ich bin Zugvogel, also Geweihter des Reisegottes Aves. Und ich hörte von eurer Queste. Oh, ein Götterdiener. Das ist korrekt. Und ihr seid sicher, dass ihr bei uns mitfahren wollt? Nun, ich nehme an, dass ihr Bereiche des Meeres erkunden werdet, die dem gemeinen Volk unbekannt sind. Allein das ist schon Grund genug für mich, euch zu begleiten. Ich habe von eurer Art gehört. Ihr bereist immer irgendwie unbekannte Gegenden und kartografiert oder sowas, nicht wahr? Das ist korrekt. Und wie ich bereits eurem Mannschaftsmitglied Jalte bereits sagte, ich habe bereits halb Aventurien durchreist und kenne darum eine Menge Sprachen und Gebräuche. Habe deswegen auch Karten und bin mit einem gewissen Verhandlungsgeschick gesegnet. Das könnte helfen, ja. Seid ihr schon mal einem zweizähnigen Kopfschwänzler begegnet? Ich überlege kurz. Da muss ich euch leider enttäuschen, Kapitän. Schade. Das wäre jetzt eure Eintrittskarte gewesen. Was meinst du, Shaya? Und hinter ihm entdeckst du erst jetzt diese etwas zierliche Gestalt, die hinter dem breiten Rücken dieses Seebären jetzt auftaucht. Und du erkennst die Gewandung der Travia. Und Travia zum Gruße. Nasir, hatte ich das richtig verstanden? Das ist korrekt. Tochter der Mutter der Ernte. Und verneige mich nochmal und setze ein sehr charmantes Lächeln auf. Ist Herdfeuer. Travia. Ja, sorry, das Herdfeuer ist ja. Sorry. Kapitän, es wäre nicht nur wegen seinem Können ziemlich gut, ihn mitzunehmen. Ihr habt doch gemerkt, wie unruhig die Mannschaft ist, weil wir den Elfen an Bord genommen haben und die Zwergin. Vielleicht wäre es ein gutes Zeichen, wenn wir einen Geweihten an Bord nehmen, der dem Gott der Reise zugesprochen wird. Immerhin. Bei dem Wort Elfen sieht man so ein leichtes Zucken an der linken Gesichtsseite. Vielleicht hast du recht. Es könnte die Stimmung der Mannschaft etwas aufhellen. Wie äußert sich denn ein Segen des Aves? Nun, grundlegend Glück in der Reise. Es kommt jetzt auf die spezielle Situation an. Wirkt er auch auf dem Meer? Da, der Gott Aves hier herrscht und Effert. Der Gott Aves hat, so wie alle Götter, Einfluss überall. Auch wenn das Meer und die weiten Wogen sich herunten befinden, so ist doch zum Beispiel der Sturm am Himmel immer noch das Werk von Rondra, die Sonne am Himmel immer noch das Werk von Traios, die Nacht über dem Meer immer noch das Werk von Marder und das Feuer, das im Herd eure Magen füllt, das Werk von Ingrim, die Nahrung, die euch auf der Reise nährt, das Werk von Peraine. Ja, ich glaube, damit habt ihr recht. Ja, Kapitän, und man sagt, dass der Gott Aves seinen Geweihten immer zusagt, dass sie immer den richtigen Weg finden. Das könnte sehr nützlich sein, wenn man immer den richtigen Weg findet. Ich glaube, dass... Da ich ein wirklich... Könnt ihr rudern? Das kann ich, Kapitän. Ihr seht jetzt nicht gerade, obwohl... Ich bin nicht der Stärkste, aber ich bin ausdauernd. Eine weite Reise hat meine Konstitution gestählt. Und ich und Ralof machen mit dem Liegestütze. Na dann, wenn du dich um ihn kümmerst, Jalte, dass er eingearbeitet wird, dann ist das... Klar, so und ich hau ihm so auf die Schulter. So, wahrscheinlich. Jawohl, Jalte. Alles klar, gut, dann...
Willkommen an Bord. Und er streckt dir so die Faust entgegen. Danke euch, Kapitän. Wie kann ich euch denn jetzt direkt von Diensten sein? Was braucht ihr? Nun, wir müssen erstmal eine fähige Handwerker finden in der Stadt, die das Schiff möglichst schnell wieder seetüchtig machen. Immerhin haben wir einen Wettfahrt zu gewinnen. Ich denke, das ist eine lösbare Aufgabe. Geh doch mal mit Jalte auf die Suche nach ein paar Handwerkern. Habt ihr spezielle Spezifikationen, Handwerker, die sich speziell mit Drachenbooten auskennen? Oder? Das ist mir egal, Hauptsache sie arbeiten schnell und gut. Wie ihr wünscht. Zweites Kriterium wäre günstig. Aber erstens schnell, zweitens gut, drittens günstig. Ja. Ja, und Valion und Fianna sind halt von Bord gegangen und haben die ganze Sache mit Jalte nur so am Rande mitbekommen. Und trotten jetzt durch die schwer bevölkerte Stadt Olport. Ich hole meine Flöte raus. Und stimme damit ein Lied der Ankunft an. Mhm. Okay. Und, ja. Womöglich mache ich ja so einige der Elfen des Fernvolkes auf mich aufmerksam. Ja, dann ziehst du jetzt mit Fianna flötend durch die Straßen. Mhm. Wo möchte denn Fianna irgendwo Besonderes hin? Hallo? Ja, ich war mal wieder doch jetzt gemutet. ich wollte gar nichts Besonderes. Also ich bin einfach froh, wenn ich ein bisschen was von der Stadt sehen kann. Und wenn ich ein paar Eindrücke sammeln kann. So. Also ich laufe einfach mit Valion rum und guck mal, wo der so hin will. Und ja. Lass mich so ein bisschen treiben in der Stadt. Also eins der größten Sehenswürdigkeiten hier in Olport ist der walförmige Svafnir-Tempel. Also wirklich ein Gebäude, was einem Wal nachempfunden ist. Und ja, außerdem gibt es angeblich einen Eiskristall, der im Ifirn-Tempel aufbewahrt wird, der ewig nicht schmilzt. Und natürlich für Fianna wahrscheinlich interessant die Magierakademie, wo die freigeistigen Magier aus Olport und untergebracht sind, die ja, einen nicht sehr hohen Ruf innerhalb der Gilden haben, aber eben weil sie so freigeistig sind und sich nicht immer an die Gesetze halten. Aber es sind halt Torvaler. Sie werden geduldet, aber naja, Freigeister halt. Ja, und dann es meldet sich, stolziert dann so ein paar Stündchen lang durch die Straßen, aber so richtig hast du noch keinen Elfen gesehen, Valion. Entweder suchen wir an den falschen Stellen oder sie haben uns nicht gehört. Es ist ja recht laut hier. Ja, ist in der Tat für Elfenohren wahrscheinlich sehr laut und auch sehr voll. Die Straßen sind über und über mit Menschen, gerade am Hafen, wo ihr euch so rumtreibt, weil die Leute doch gehört haben, dass jetzt einer von den Seefahrern, die die Wettfahrt machen, doch angekommen ist, das Schiff. Und alle wollen einen Blick darauf werfen. Und hin und wieder fragt man euch auch so, seid ihr neu, seid ihr von dem Schiff und so weiter? Und müsst einige Male Rede und Antwort stehen. Vielleicht zeigt damit so die Klippe hoch. Finden wir da ja etwas. Da ist es bestimmt ruhiger als hier am Hafen. Was meinst du, Fianna? Also bei allem, was ich über euer Volk weiß, sind die ja nun eher selten mitten im Stadtgewühl zu finden. Von daher macht das Sinn, ein bisschen außerhalb zu gucken. Wir könnten auf eigene Faust suchen, wenn dir dein Gespür sagt, dass sie da vielleicht sein könnten. Oder wir fragen vielleicht in der Akademie nach, ob die irgendwas wissen, wo die Elfen hier verbreitet sind. Was ist denn eine Akademie? Ein Haus voller gelehrter Leute. Dann sollten wir unbedingt dort nachfragen. Genau, wenn die so ein bisschen sind, ja, die Olporter sind ein bisschen schräg, aber also
Die sind ungefähr so wie ich, die wollen immer alles wissen und schreiben das dann auf. Also wenn das jemand da gehört hat, dann hat das bestimmt auch jemand in ein Buch geschrieben und man kann das da rauskriegen. Also ich will ja auch viel wissen. Aber ich bewahre es mehr in meinen Liedern auf als in einem Buch. Wobei es hilft, in einem Buch so manche Sachen festzuhalten, wie Form von Blättern und so weiter. Dass man sich besser daran erinnert. Genau. Und das soll ja auch über Generationen weitergegeben werden. Eure Lieder müsstet ihr dann Leuten beibringen, damit sie weitergesungen werden können. Die das Bücher überdauern sehr lange. Sofern man sie gut pflegt. Die Lieder auch. Ja. Ja, so hat wahrscheinlich jedes Volk seine eigene Art, das Wissen zu bewahren und weiterzugeben. Zumindest das Prinzip von Liedern erklären, das leuchtet Valion noch nicht so richtig ein, weil irgendwie, wenn man das Lied singt, können die anderen das doch automatisch auch mit und singen einfach mit und dann haben die das doch. Aber gut, so ein bisschen, vielleicht machen die Menschen das anders. Ja. Miras Volk hat bestimmt auch noch ganz andere Methoden, Wissen zu vermitteln. Glaube ich. Vielleicht können wir sie ja mal fragen. Am besten jetzt, wo wir an Land sind und wo sie nicht dauernd kotzt. Ja, und dabei grinst sich dann breit. Wahrscheinlich wird es hier besser gehen. Ja, ihr habt auch gesehen, wie Mira auch relativ früh hinter Hjalte vom Bord gesprungen ist und auch dann die Planken vom Steg geküsst hat. Ja, glaube ich. Aber lass uns erst einmal diese Akademie. Wie nennt das denn gleich? Akademie. Ja, wir gehen da mal hin. Ja. Weißt du, wo die ist? Nicht so genau, aber das kriegen wir raus. Wir fragen einfach, was sie wird sich relativ einfach finden lassen, da sie auch zu den großen Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört. Und ihr fragt in der Akademie nach, wo es denn hier in der Stadt Elfen gibt. Und in der Tat ist die Antwort, dass es gar nicht so einfach zu erklären ist. Es gibt wohl sogar einen Lehrmeister hier, der wohl elfischen Blutes ist, ob ihr denn mit dem sprechen wollt. Ja, gerne. Wenn es die Möglichkeit gibt. Ja. Ja, dann führt man euch in eine Art Warteraum und ihr müsst echt elendig lange warten, bis ihr dann von einer Art Diener irgendwie aufgefordert werdet, weiter mitzukommen und man führt euch in so eine Art Büro oder so ein Studierzimmer mehr oder weniger, viele Bücher an der Wand. Und für Valion ein merkwürdiger Anblick, diesen Elfen mit der blassen Haut in menschlicher Kleidung zu sehen. Irgendwie ganz in einer Art so ähnlich wie Fianna das trägt, in einer Robe gekleidet. Aber doch irgendwie, ja, auch wie die Torvalla an Bord gekleidet. Ist irgendwie so eine Mischung aus Robe und alltäglich zweckmäßiger Kleidung, wie sie die Matrosen tragen. Also wirkt wahrscheinlich schon ziemlich Badock auf mich, oder? Der wirkt ohne Ende Badock auf dich. Ja, und der sitzt auf so einem großen Stuhl irgendwie hinter einem Schreibtisch mit vielen, vielen Büchern darauf und schreibt gerade irgendwas nieder auf ein Pergament. Ach ja. Sanyasala, Lehrmeister. Ja, und auch er begrüßt dich auf Elfisch zurück. Und sein Elfisch ist, ja, er spricht deine Sprache. Aber man merkt ihm an, dass er lange, lange nicht mehr mit seinesgleichen gesprochen hat. Irgendwie, das ist so, als, ja, er kann die Sprache, aber er hat sie wohl elendig lange nicht benutzt. Deswegen geht es ihm wahrscheinlich auch so schlecht. Vielleicht. Ja, und er lächelt. Ich begrüße ihn auch. Ja. Hier sind zum Gruße, Magister. Ja, er lächelt euch an. Was führt euch zu mir? Die Suche nach Wissen. Oh, da seid ihr hier genau richtig. Ich habe ganz viel Wissen gesammelt. Deutet so auf seine Regalwand. Das Wissen über die Alten. Die Alten? Welche Alten? Über Rohal. Unsere Vorfahren. Und blick ihn dabei etwas traurig an. Dass er denkt ja gleich so an Menschen und
Ja. Ja. Über die elfischen Vorfahren. Ja. Das ist in der Tat ein Mysterium, mit dem ich mich lange nicht befasst habe. Aber ein interessantes Forschungsgebiet. Wer seid ihr noch gleich? Oh, Verzeihung. Ich bin Valion Herzensklang. Legendensänger von den Auelfen. Ah, vom Auvolk. Magistra Fianna Steinhauer von der Akademie zu Gareth. Gut, das sagt mir jetzt nichts so richtig, aber mein Name ist Magister Alriel. Alriel Weißsinn. Aber wenn ihr nach den alten elfischen Mythen sucht, ich habe da irgendwo einen Albernach gehabt. Der steht auf und stolziert so an den Buchreihen entlang und hier. Und dann zieht er so ein ganz dünnes Buch irgendwie raus. Irgendwie so eher mehr so ein Heftchen mit so losen Blättern drin. Und knallt es so auf den Schreibtisch. Und so, Moment, ich glaube, hier stand irgendwas drin von alten elfischen Legenden. Das könnte ich euch überlassen, glaube ich, zum Studieren. Erinnerst du dich denn gar nicht daran, was deine Sippe dir beibrachte im Salasandra? Und ja, dann ist das erste Mal, dass er so ein bisschen traurig guckt. Es ist lange, lange, lange her, war Leon Herzensklang. Ich höre den Schmerz deines Herzens, wie er herausschreit. Ich habe gelernt zu akzeptieren, dass ich nicht am Salasandra teilnehmen kann. Ja, daraufhin gucke ich ihn noch trauriger an und nicke dann aber. Die Stimmen, die mich jetzt begleiten, sind niedergeschrieben in Wörtern in diesen Büchern. Aber warum meinst du denn, hier wüssten die Leute mehr über die elfischen Götter als das Auvolk? Oder über die elfischen Alten, nicht über die elfischen Götter. Wir haben viel vergessen darüber, was einst war, um uns zu schützen vor dem Bardock, das das hohe Volk einst erfüllte. Dieses Bardock, das ist gar nicht so schlimm. Sieh mich an. Ja. Ich sehe dich und werde traurig. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist dieses. Du musst deinen Geist befreien. Valion, befreie deinen Geist von den Zwängen des elfischen Denkens. Die Menschen machen so viel richtig. Wie all dies wissen, guck es dir an. Sie halten es alles fest. Nicht in Liedern, die vergehen können, wenn die Sippe ausgelöscht wird. Nein! Auf Papier geschrieben. Für immer da. Diese Akademie steht schon so lange. Es geht nicht, vergeht einfach nicht. Wenn ich nun einen Scheit aus deinem Kamin nehme und diese Bücher in Brand setze, dann wäre das Wissen auch verloren. Das ist wahr. Aber deswegen passen wir ja darauf auf, dass es niemand tut. Und wir passen auf die unseren auf. Und du hast selber gesagt, dass das Wissen verloren ging, was du suchst. Richtig. Es gibt Wissen, das sehr gefährlich ist. Oh ja. Darum bin ich alleine losgezogen. Und es ist auch gut, wenn manches Wissen verloren geht. Weißt du, die Menschen haben eine Kirche, die sich um Wissen sorgt. Eine Gemeinschaft, die sich um das Wissen sorgt. Und selbst die bewahren Wissen auf, von denen sie glauben, dass es eigentlich niemand wissen sollte. Und trotzdem ist es wissenswert, dass es irgendwo gelagert werden muss.
wenn ein elfisches Volk meiner Meinung nach meint, dass sein Wissen nicht gefährlich, also dass sein Wissen gefährlich ist, dann wird es einfach ausradiert und es ist nicht mehr da. Das ist eine schlechte Einstellung. Wissen ist immer so, dass man es bewahren muss. Ja, und dabei gucke ich dann zu Fianna rüber. Was denkst du darüber? Naja, irgendwie habt ihr beide recht. Klar muss man Wissen bewahren. Ich könnte das überhaupt nicht haben, wenn Wissen verloren geht. Aber trotzdem gibt es natürlich Wissen, was nicht allen zugänglich sein darf. Deswegen ist es gut, dass die Hesindekirche sich darum kümmert, dass dieses Wissen zwar bewahrt wird zum Schutz der Menschen und verschlossen aufbewahrt wird und niemand dazu einen Zugang hat. Also ich finde die Lösung auch gut. Für manches Wissen sind auch die Menschen oder die Lebewesen hier noch einfach nicht reif. Vielleicht sind sie in 100 Jahren, weißt du, Menschen werden so jämmerlich, jung sterben sie schon. Aber unsere Art überlebt vieles. Und vielleicht bin ich in 100 Jahren so weit, dass ich dieses Wissen dann benutzen kann. Ja, und als er das Wort benutzt sagt, schrecke ich direkt vor ihm zurück. Es ist eines, nach Wissen zu streben. Nein, aber Wissen kann man immer streben, benutzen. Um Macht zu gewinnen. Aber man muss ja nicht von Macht sprechen. Man kann auch von Hilfe sprechen. Das ist der Weg, den unsere Ahnen einst gingen. Unser Volk hat die Menschen zum Beispiel gelehrt, wie es das Heilungslied. Das kannten die vorher gar nicht. Wir haben ihnen das Wissen vermittelt und sie haben es benutzt, um Heilung über die Welt zu bringen. Und sie haben viele Menschen damit gerettet. Und ich erinnere mich noch, dass meine Sippe damals sich partout geweigert hat, mit den Menschen dieses Lied zu teilen. Warum eigentlich? Sie wären nicht reif dafür, dass alle Art von Wissen schlecht sei. Ja, das sehe ich genauso. Aber es gilt sorgfältig abzuwägen, welches Wissen mit wem geteilt wird. Das sehe ich auch so. Deswegen braucht es ja einen Ort, an dem das Wissen gesammelt wird, um dann irgendwann zu beschließen, diejenigen Personen sind nun reif genug, dieses Wissen zu erhalten. Oder es für immer verschlossen zu halten. Oder es für immer beschlossen zu halten, wenn niemand die Reife erlangt, die es braucht. Manche Dinge sind einfach zu düster und zu böse, um mit dieser Welt zu gehören. Von was sprecht ihr? Oh, es wird immer wieder gemunkelt, dass es weiterhin Anhänger des 13. gibt. Was? Die müssen doch ihr Wissen auch irgendwo her haben. Und wenn da jemand wirklich ihr ganzes Wissen wegnehmen könnte und das verschließen könnte. Das ist eine andere Sache. Das ist eine ganz andere Sache. Davon sollten wir hier überhaupt nicht reden. Was für ein 13. Sie meinen, unwichtig. Nein, es ist unwichtig, ja. Unwichtig. Das sollte ja eben keiner wissen, das sage ich ja. Ihr sprecht doch aber jetzt nicht über diesen Nandus, den dieser Kerl, der jetzt mit auf unser Schiff kommt. Nandus? Nein. Verehrt. Nein. Ihr habt Nandus auf eurem Schiff? Den wahrhaftigen Nandus? Na, jemand, der ihn anbetet. Echt? Ich muss auf euer Schiff mitkommen. Führt mich sofort dorthin. Ein Diener des Nandus. Hervorragend. Ein Wissensbewahrer. Und wir dürfen dann Einblick in diese Bücher erhalten? Das dürfte ich jetzt auch schon. Gut, dann ja. Aber zuerst führt mich zu dem Nandus-Geweihten. Ja, was wollt ihr denn jetzt von dem Nandus-Geweihten? Hey, es ist ein Wissensbewahrer. Ich will ihm meine Bücher zeigen. Er könnte sie studieren mit mir zusammen und mir vielleicht Eindrücke vermitteln, von denen ich gar nichts begreifen habe.
Vielleicht übersehe ich etwas zwischen den Zeilen. Es ist nicht, ich muss unbedingt zu ihm hin. Ich habe auch da eine Thesis entwickelt, diese Gleichung, die ich aufgestellt habe. Ich muss sie ihm zeigen. Ich muss sie ihm zeigen. Und er wühlt so in so einem Papierstapel. Ich komme einfach nicht weiter. Er kann mir bestimmt wissen. Ja. Findest ihn unten am Hafen. Ja, als wir aufbrachen, war er dabei, mit dem Kapitän zu sprechen. Ja, da ist es ja, da ist es ja, da ist es ja. Und er hat so ein loses Blatt Papier mit so Zahlen, ganz vielen Zahlen drauf und so. Und ja, er lässt sich dann mehr oder weniger in seinem Büro stehen und stürzt aus der Tür. Okay, dann haben wir aber die Gelegenheit, in dieses kleine Heftchen da zu gucken, dass er uns da als einziges, wo er vielleicht was hätte, hingelegt hat. Mhm. Traurig, was aus einem wie ihm, einem Fee wie ihm geworden ist. Ja, also für Viviana hat er sich jetzt gar nicht so ungewöhnlich verhalten. Nö. Nee. Finde ich. War noch ganz vernünftiger, gell? Er hat kaum noch Fee in sich. Er ist fast wie ein Telor geworden. Ja, für euch ist das schlimm, ne? Er schien das da gar nicht so scheiße zu finden. Das zeigt, wie sehr ihn das Badock schon zersetzt hat. Aber hätte ich noch mehr darüber gesprochen, dann wäre er nur in Zorn ausgebrochen. Denn seine Seele vermag das Fehsein nicht mehr zu erkennen. Ja, das kannst du wahrscheinlich besser einschätzen als ich. Was passiert, wenn man nicht mehr fähig ist? Du hast irgendwas gesagt von, ob er das nicht in seinem Lied singt und er sagt, er ist da nicht mehr dabei. Was ist denn das für ein Chor? Das Halasandra. Die Gemeinschaft der Sippe. Und warum darf der da nicht mehr mitsingen? Ich glaube, das, was dem Badok-Begriff am ehesten nahe kommt bei euch, Taylor, es ist eine Krankheit. Eine Krankheit der Seele. Stell dir vor, du wirst zu wem anders. Du kannst nicht mehr begreifen, wie du vorher warst. Du verlierst alles, was dir einst wichtig war. Und davon geht die Singstimme weg? Nein. Das Halasandra ist nicht nur Gesang. Und Halasandra tauschen sich die Seelen der ganzen Sippe aus. Wir werden eins. Nicht, dass unsere Körper verschmelzen. Das meine ich damit nicht. Aber unsere Seelen sind in so einer Harmonie, dass Sprache nicht nötig ist, um etwas zu vermitteln. Ich könnte Gedanken lesen. Das können einige von uns sicherlich auch. Mit Hilfe einiger Lieder. Nein, aber das meine ich nicht. Es ist. Erinnerungen, Erfahrungen werden ausgetauscht. Es ist. Wenn du Salasandra bist, lernst du völlig anders als außerhalb. Du weißt plötzlich, wie du jagen musst. Denn du siehst es deutlich vor dir. Ohne dass du das stundenlang immer und immer wieder üben musst? Ja. Das klingt gut.
Kann ich das auch lernen? Nein. Du bist keine Fae. Und, ich bin ja schon etwas in der Stadt unterwegs. Das, genau. Ich nehme einfach mal an, dass die Handwerker, die gerade für Hafenarbeiten arbeiten, auch in der Nähe des Hafens sind. Deswegen ja, würde ich einfach mal mit Jalte zusammen am Hafen lang gehen und ja, die Zimmermänner, die ich schon kenne, beziehungsweise ob ich schon was über die gehört habe, von wegen, ja, der macht nur Fusch oder der ist bekannt dafür, dass er gute Arbeit leistet, ist vielleicht ein bisschen teurer. Und nun, Jalte, wenn ich das richtig verstanden habe, ist natürlich Geschwindigkeit und Qualität das Wichtigste für Fogwulf, für Leerson. Das ist richtig. Wenn es geht, nicht allzu teuer. Das ist richtig. Ja. Ich denke, es ist auf jeden Fall im Sinn der Reise, dass die Qualität überwiegen sollte. Ich denke, ich habe da einen im Auge. Schauen wir mal, ob er gerade in seiner Werkstatt ist und ja, wird dann einen der hochqualitativeren Handwerker aufsuchen. Alte, weißt du, wer das ist? Das muss ein Freund von dem Talion sein. Sieht zumindest so ähnlich aus hier. Angespitzte Ohren. Und ja, ich sehe es. Ich ziehe so eine Augenbraue hoch. Ich guck mal so hinter uns. Ich glaube, du brauchst ein starkes Bier, Kollege. Starkes Bier. Ja. Entschuldigung. Nerven beruhigen. Nein, ich trinke gar kein Bier. Ich glaube, da ist das Problem. Hast du den Nandus Geweihten gesehen? Nein. Guter Mann. Du? Ich denke, das ist eine Verwechslung. Ich bin zwar kürzlich zur Mannschaft hinzugestoßen, aber ich bin an Arvis geweiht. Kein anderes. Ja, das sehe ich natürlich, dass ihr ein Geweihter des Arvis seid. Ihr ein Herr Lodri, wie er im Buche steht. Bitte? ihr wisst schon. Ja, ich drehe mich einfach wortlos weg. Ich rufe so an ihm vorbei zu Fogwulf. Hetman, was machen wir mit Leuten, die Mitglieder unserer Mannschaft beleidigen? Wir geleiten sie freundlich von Bord. Alles klar. Ich pack den Elfen so und ja, werf ihn von Bord. Hey!
Ja, und bedrückt, mit bedrückter Miene zieht er von hinnen. Ja. Immer noch mit seinen Aufzeichnungen in der Hand. Ich muss es lösen, ich muss es lösen. Ja, ja, ich hatte mich abgewendet und wollte zu Federson gehen und die Nachricht verkünden, dass wir Zimmerleute gefunden haben, die wahrscheinlich jetzt auch schon irgendwie über den Kai laufen und anrücken. Ja. Oh, hervorragend, und, hervorragend, ja. Würde nochmal, bevor ich in der Reiche so stehen bleiben und den Kopf so nach hinten drehen, Jalte, du hast was gut bei mir. Ja, und wie gesagt, allein die Nachricht dem großen Fogwulf-Leerson auf seiner Fahrt zu Hilfe eilen zu können und nebenbei noch das Wissen der Arveskirche einen Gefallen zu tun, hat den einen oder anderen Zimmermann heranströmen lassen. Das ist sehr, sehr gut, ja. Und ja, es wird dann einige Stunden dauern, bis auch Fianna und Valion zurück an Bord kehren. Ja, der Magier wird wutentbrannt wieder in seine Studierstube zurückgekehrt sein, wird euch hochkant aus der Akademie geschmissen haben, dass ihr ihn so belogen und so gedemütigt habt. Ja, und ja, das Büchlein habt ihr leider auch nicht mitnehmen können. Und ja, und aber ihr habt ein bisschen studieren können und habt tatsächlich etwas gefunden, was der Valion noch nicht weiß. Da waren ganz viele Geschichten drin, die Valion schon kennt von früher und so, aber halt nichts Spezifisches. Aber ein einziges Sprichwort hast du gefunden, Valion, oder Fianna hat es gefunden, weil du, ich weiß gar nicht, kannst du die menschliche Schrift lesen? Kommt drauf an, welche menschliche Schrift. Ich schaue mal eben kurz nach. Ikuslika-Zeichen. Falsche Richtung. Das sind einfach viel zu viele Bögen hier. Nein, kann ich nicht. Ja, wird Fianna das gefunden haben und für dich übersetzt haben. Ein Sprichwort eines gewissen Ometion. Sagt der Name dir was, Valion? Ometion. Ich glaube, ich hörte diesen Namen einst. Ja. Und das Sprichwort, was Fianna findet, ist, der mindere Geist strebt nach Selbstverwirklichung, der hohe Geist strebt nach Selbstvergöttlichung. Ein seltsames Zitat für einen Elfen. Andererseits, er muss ja wohl ein Hochelf gewesen sein. Einen Schritt mehr Richtung Verständnis des alten Volkes. Ja. Wenn auch nur ein ganz kleiner. Generell haben die Schriften, die Fianna und du gefunden haben, nicht sonderlich gutes Haar an den alten Elfen gelassen. Aber das war sowieso schon bekannt. Wie gesagt, ja, einige Geschichten vom ganz viele sind vom Fall wird gesprochen und so, und selbst das weiß Valion ja schon. Leider nichts Neues. Ja. Womöglich hat dieser Ometion mit den Vorfahren der Firnelfen dann zu tun. Wer weiß. Du hast noch nie von ihm gehört, Fianna, oder? Ist sie gemutet? Ja. Ich weiß nicht, mir kommt so ganz finster der Name bekannt vor, aber ich kann es gerade überhaupt nicht einordnen. Ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. In der Bibliothek der Akademie gäbe es bestimmt Lexika, wo das vermerkt ist, aber ja gut, ihr dürft die Akademie in nächster Zeit nicht mehr betreten. Ja, und es wird eine ganze Zeit lang dauern. Ihr werdet irgendwie ein paar Tage auf jeden Fall in Ulport noch zugegen sein, und Valion wird auch noch ein paar Firnelfen treffen, die ihm auf der Straße zufällig begegnen.
Allerdings sind die sehr, sehr abweisend dir gegenüber, als sie merken, dass du vom Auenvolk kommst. Und behandeln dich eigentlich eher wie einen von den Menschen, anstatt wie einer von ihren, was dich sehr, sehr merkwürdig vorkommt. Und, ja, alte Geschichten haben sie zwar für dich, aber jetzt auch wirklich keine Geschichten, die du noch nicht kennen würdest. Du hast auch keinen Legendensänger getroffen. Können wir mit dem Namen Ometion etwas anfangen? Ja, aber auch nicht mehr, als es dir sagt. Und sie sagten halt, man müsste dafür vielleicht zu den Sippen reisen und die Legendensänger befragen, aber die wären halt nicht in der Stadt jetzt groß unterwegs. Ja. Und warum möchtest du das überhaupt wissen? Und bist doch bewusst, dass das alte Wissen nicht umsonst verborgen ist und so. Und ob du schon so dem Badok verfallen bist, dass du danach strebst, irgendwie wie die Hochelfen zu werden und... Nein, auf keinen Fall. Ja, also das gibt dir zu denken, diese Diskussion. Auch weil sie dich so gemieden haben und so behandelt haben wie ein Menschen. Das ist schon ein eigenartiges Gefühl. Du kriegst auch immer mehr dieses Gefühl in dir drin. Du bist jetzt schon echt lange von deiner Sippe entfernt. Hast du dich schon so verändert? Ein bisschen Selbstzweifel werden dich jetzt plagen. Ja, ich denke daran drüber nach, wie dieser Lehrmeister da ist, der so dem Badok verfallen ist, ob ich mich womöglich auch auf dem Weg dorthin befinde. Und bin dann recht schweigsam auf dem Weg zurück zum Schiff. Ja. Wie gesagt, ein paar Tage werdet ihr in Olport verbringen. Habt ihr noch irgendwas Spezielles, was ihr noch machen möchtet? Außer saufen und... Also, ja, ich möchte gern mit dem Abendsgeweihten Liegestütze machen. Ach ja, ja, du musst körperliche Ertüchtigung üben, ja. Ja, wie leicht fallen dem Nasir Liegestütze? Und die ganze körperliche Ertüchtigung, die er mit Jalte und Raluf zusammen machen muss? Er ist ja relativ schlank und ist ausdauernd, ist jetzt nicht allzu stark. Ja, also du bist das heißt, Jalte kommt auf jeden Fall, glaube ich, den Eindruck, dass er harte Arbeit gewohnt ist. Definitiv. Also so eine Liegestütze ist ja mehr eine Ausdauersache, aber jetzt richtig Kraftakte wie Schwergewichte stemmen, da wird der Jalte mir definitiv überlegen sein. Ja, aber ich meine, also aufgrund deiner Schmächtigkeit wirst du wahrscheinlich schon das ein oder andere Kompliment von mir bekommen, dass du dann doch mehr Liegestütze schaffst, als ich erwartet habe. Ja, jetzt muss er nur noch beim Trinken mit euch mithalten, was natürlich die nächste Aufgabe ist, ja. Das ist Lektion 2. Ja, und ja, so verdingt ihr eure Tage noch in Olport. Ich möchte gerne noch Shaya besuchen, die wird ja bestimmt im örtlichen Travia-Tempel sein. Ja, sie bleibt aber in der Tat auch beim Schiff, also sie wird auch nicht im Travia-Tempel übernachten, aber sie wird den zumindest besucht haben, ja. Das Schiff ist doch im Dock. Ja, aber ihr habt ja alle so Unterkünfte halt, wo die anderen, wo die Mannschaft untergebracht ist, da ist auch sie untergebracht. Ja. Also sie macht keinen Hehl daraus, auch zu betonen, dass sie zur Mannschaft gehört und ein Teil der Mannschaft ist und keine extra Wurst bekommt. Ja. Hast du großes Fernweh? Heimweh? Das ist eine interessante Frage, Valion. Und ich hatte noch gar keine Zeit, mich hier irgendwie großartig damit zu befassen, aber es hält sich in Grenzen. Es ist doch interessanter, als ich dachte, auf Reisen zu gehen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass das Herdfeuer des Heims doch dort ist, wo man es entzündet. Mhm. Nicht wahr? Ich habe mit einem anderen Elfen hier gesprochen und er ist so anders. Sind wir nicht alle verschieden? Ich meine, ich unterscheide mich von Fianna ja auch und ich halte sich anders im Sinne von Filiason. Nicht elfisch. Davon weiß ich nicht viel. Ich kenne nicht so viele Elfen. Ich glaube, mit dir sind es 3. Er hat
alles aufgegeben, was das Elfsein ausmacht. Du meinst den komischen Magier, der heute, nee, vor ein paar Tagen hier war? Ja. Ja? Und dann sprach ich mit Leuten des Firnvolkes und sie behandelt mich nicht wie einer ihren, sondern mehr als wäre ich ein Taylor. Einer wie euch. Und frage ich mich, ob ich mich selbst verliere. Fern der Heimat. Dann hast du wohl ähnliche Probleme, wie ich sie habe, nicht wahr? Auf deine eigene Art und Weise. Du suchst nach der Heimat. Ich dachte mir, dass du mich verstehst und lächel sie dann an. Aber weißt du, mein Spruch von eben, der hilft mir. Weißt du, das Feuer der Herrin ist auch hier. In der Gemeinschaft, die wir hier an Bord haben. Das ist unsere Familie und wir kümmern uns um sie und sie um uns. Und das ist eine sehr gute Tugend, die der Herrin wohlgefällig ist. Und solange wir die haben und dafür sorgen, dass es sie weiterhin gibt, dann tun wir ein gutes Werk und sollten uns heimisch fühlen bei dieser Familie. Es ist nicht dasselbe. Es ist eine Gemeinschaft, eine gute Gemeinschaft. Wohl wirklich werden gar Freundschaften daraus. Aber dennoch können sie nicht in Salasandra. Davon verstehe ich nichts. Du sagst doch immer, du fühlst deine Göttin mit dem Herzen. Ja. Stell dir vor, du könntest die Nähe zu deiner Göttin nicht mehr fühlen. Du hättest nur die Anwesenheit der Leute, aber deine Göttin nicht mehr. Das ist schwer vorstellbar und es klingt für mich wie eine wirklich beängstigende Vorstellung. So ist es mit mir und meiner Sippe. Weißt du, die Auf Herrin, die Entfernung kann ich sie natürlich nicht fühlen. Die Herrin ist immer da. Es gibt nichts, wo sie nicht da wäre. Deswegen, wenn du sagst, sie wäre nicht da, dann müsste ich in die Niederhöllen gefallen sein und das wäre wohl so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren könnte. Das stimmt. Aber verstehst du jetzt, was ich empfinde, so abseits der Sippe? Es betrübt mich, dass du so denkst, dass diese Gemeinschaft, in der ich mich so wohlfühle und in der ich denke, dass sie dafür sorgt, dass die Herrin in mir noch weiter so laut spricht, wie sie es tut, dass das von dir als das komplette Gegenteil da wahrgenommen wird. Es betrübt mich. Sie ist nichts Schlechtes. Aber... Aber du sprachst von den Niederhöllen. Nein. Es ist die Abwesenheit. Es ist... Ja, also die Niederhöllen. Es ist still in meinem Herzen. Ihr Menschen könnt nicht auf die Art und Weise eure Seelen verbinden, wie wir Elfen es vermitteln. Vielleicht solltest du zur Herrin beten, dass sie die Lücke in deinem Herzen ausfüllt, so wie sie es bei mir tut. Nein, ich glaube nicht, dass das mein Weg ist. Ich kann es dir nur anbieten, dich auf dem Weg zu geleiten. Ich befürchte, ich würde dann so werden wie dieser Lehrmeister. Und davor habe ich Angst. Weißt du, auf seine Art und Weise ist er zufrieden mit dem Leben, was er führt. Vielleicht solltest du das anerkennen. Kannst du zufrieden sein, wenn du dich selbst verloren hast? Ich bin mir nicht sicher, ob er das genauso sieht. Ich weiß.
Und ist es nicht das Wichtigste, dass man sich selbst so sieht, wie... Ich meine, du selbst sagst, du fühlst dich in einer bestimmten Art und Weise, aber das ist doch das Ausschlaggebende, oder? Dein Gefühl, nicht das Gefühl eines anderen. Und wenn die anderen Elfen dich schlecht behandeln, vielleicht sind es einfach nur Rowdies oder Elfen, die dir schaden wollen oder aus welchen Gründen auch immer. Stell es dir eher vor, als würde deine Gemeinschaft dich ablehnen und an dir zweifeln, dass du weiterhin eine Dienerin deiner Göttin bist. Das wäre in der Tat auch ein erschreckendes Ding, aber solange ich die Göttin selbst auf meiner Seite weiß, ist alles gut. Und das sind wir wieder beim Selbstgefühl. Solange du denkst, dass du auf dem richtigen Wege bist mit deiner Queste, die du nur verfolgst, solange wird diese Stelle in deinem Herzen gefüllt sein. Denn du hast eine Aufgabe und die musst du erfüllen. Ich sollte vielleicht mehr darauf achten, was mein Name sagt, als die Klänge von außen. Genau. Danke, Weißt du, Shire. die Götter sprechen durch das Herz, sagt man. Vielleicht sprechen sie auch mit dir auf diese Weise. Und du hast bis jetzt einfach noch nicht richtig zugehört. Wer weiß. Auf jeden Fall hast du mir wieder ein wenig Zuversicht gegeben. Und dafür danke ich dir. Und ja, nimm sie dann in die Arme. Sehr schön, ein Seelsorgegespräch mit dem Elfen. Hat man noch nicht alle Tage. Genau. Ja. Sonst noch jemand, der irgendwas Besonderes machen möchte noch? Ich würde mich vielleicht noch mal Ulport, wenn noch Zeit ist, umhören, was über diesen kopffüßigen Zweiflügler, wie Zweizähnigen heißt. Kopfschwänzler. Ja, okay. Was sagt mir gar nichts, ob das irgendwie bekannt ist, ob das einfach nur Seemannsgarn ist oder. Das ist angeblich ein Fabelwesen, was im Norden im Eis lebt. Fabelwesen. Und noch niemand hier so tief im Süden von dort aus gesehen hat, ein Tier dieser Sorte gesehen oder so. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich Teil der Queste, dass ihr eins fangt und den Süden bringt, um die Existenz zu beweisen. Okay, das heißt, es gibt auch keine bestimmte Region, wo da zugesagt wird, dass die sein sollen, oder? Doch schon im ewigen Eis im Norden. Naja, gut. Ein bisschen genauer. Ansonsten Also würde ich irgendwie nochmal bei Handelshäusern oder so die Waren durch Aventurien verschicken, schauen, ob ich die Karten, die ich mir jetzt aufgezeichnet habe, sozusagen ein bisschen zu barer Münze machen kann, um die Reisekasse aufzubessern. ja, kannst du garantiert ein bisschen was verkaufen, ja. Also wenn da jemand Schweren etwas findet, das. Herzens trennst du dich von den selbstgezeichneten Karten gegen. Genau, das ist ja der Punkt. Wenn jemand an sowas interessiert ist, würde ich eine Kopie von anfertigen. Ich würde nicht die Ach ganze so, Karte okay. abgeben. Das ist ja ein Okay. Unding. Ja, das wollte ich gerade sagen, ja. Aber gut, wirst du ein bisschen Geld damit machen können. Ich denke mal, so ein 10 Dukaten oder so werden die auf jeden Fall wert sein, weil du ja jede Menge mit dir rumschleppst. Die Frage, wie viel ich in den ein, zwei Tagen, wie lange, wie auch immer Ja, da. sagen wir, du kriegst für 5 Dukaten was verkauft und den Rest hast du einfach nicht hinbekommen. Okay, und dann geht es wieder los. Die Seeadler ist wieder seetüchtig. Und ihr stecht wieder in See. Und auch Nasir kriegt jetzt das harte Leben an Bord nochmal am eigenen Leibe mit. Immerhin haben Jalte und Raluf dich ja schon unter Fittich hier gehabt und haben dir einiges schon beigebracht. Auch die ganzen Übungen mit dem Entern und dem Rudern und dem Segelsetzen und so weißt du jetzt, wie man das alles macht. Und ja, und die Verteilung der Leute ist auch wieder ganz klar. Valion mit Krotte zusammen im Ausguck immer noch oben im Krähennest und Valions scharfer Blick
ist Gold wert für die Crew. Und das muss sogar der gute Hain einsehen, von dem du inzwischen auch schon bemerkt hast, der ein ziemlicher Griesgram ist und an allem irgendwie was Schlechtes auszusetzen hat, außer an dir, merkwürdigerweise, weil das ist doch das einzig Gute, was dieser Mannschaft bisher passiert ist, dass ein Götterdiener des Gottes der Reise irgendwie mit an Bord ist. Auch wenn er dir nicht zugesteht, dass du das Meer genauso gut kennen kannst wie der Walgott. Ja, immerhin ist der doch dafür zuständig, dass es den Schiffen gut geht und so. Aber es kann ja nicht schaden, sagt er zumindest. Ja, und dann versucht er auch irgendwie deine Nähe, sucht er und sagt irgendwie hier, dieser merkwürdige Zwerg und der Elf und so. Die sind doch komisch, oder? Was sagt denn dein Gott dazu? Das bringt Unglück auf der Reise, nicht wahr? Wenn man einen Elfen dabei hat. Genau bei der Erwähnung würde ich mit den Zähnen knirschen. Ich sehe das genauso. Ich sehe das genauso, Nasir. Ich sehe das genau. Aber den müssten den Captain überzeugen. Götter werden ihren Grund gehabt haben. Zum einen, warum sie diese Lebewesen erschufen und zum anderen... Was, die Elfen sind nicht von den Göttern erschaffen? Ach was? So ein Unsinn. Wo habt ihr denn das gelernt? Ihr wollt an der Allmacht der Götter zweifeln? Nein, nein, nein. Ich möchte nur, dass ihr das Abgöttische in den Elfen seht, so wie ich. Sie sind keine Geschöpfe der Zwölfe. Da bin ich überzeugt von. Ich suche gerade nach einer Antwort. Wenn sie nicht von den Göttern geschaffen werden, möchtet ihr behaupten, dass euer Hetman etwas Unsägliches aufs Band. Genau so ist es. Leider. Er ist total verblendet. Er ist total vernarrt in diesen Elfen. Also ihr zweifelt an eurem Hetman? Nein. So weit würde ich nicht gehen. Aber er ist halt in dieser einen Sache... ist er. Mein guter Freund, wir sind alle gemeinsam auf dieser Reise und nur wenn wir gemeinsam handeln, können wir das Beste für das Ziel herausholen. Ja, ihr wart nicht dabei, als diese Zwergin die Enterübung machen musste. Wir mussten sie aus dem Wasser fischen. Dann ist sie... Weißt du, wenn wir den Schildwall auftürmen, ja, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, nicht in der Nähe der Zwergin zu stehen. Und schon gar nicht in der Nähe von dem Elfen. Können auch so ein Schild gar nicht richtig hochhalten. Dann ist sie vielleicht in diesem Fall das schwächste Glied in der Kette. Aber alle anderen Glieder müssen diese stützen, sonst zerreißt die Kette und wir versagen. Nein. Nicht stützen, sondern das schwache Glied entfernen. Dann ist die Kette trotzdem in zwei und kann gar nichts mehr. Da werde ich mir mal drüber Gedanken machen. Ja, also so ähnlich laufen die Gespräche dann ab und er zeigt dir auch immer wieder das Amulett, was Hjalti ihm gegeben hat. Das ist doch voll geweiht, nicht wahr? Richtig, ne? Und Bestimmt. Das dachte ich mir. Immerhin, das schützt mich vor der bösen Aura der Zwerge. ihr fahrt dann weiter und irgendwann nach ein paar Tagen Fahrt wird Valion etwas auf dem Meer sehen mit seinem scharfen elfischen Blick. Etwas treibt auf dem Wasser. Da treibt was im Wasser! Und Krottet kann es zuerst nicht erkennen, erst dass er das Fernrohr herausholt, kann er das auch sehen, dass dort ein Stück Holz treibt. Und ihr werdet beifahren und das Stück Holz aus dem Meer ziehen und es entpuppt sich als ein Teil eines Ruders und es bricht sofort irgendwie Jubelschreie kommen irgendwie von den Seeburschen, die das Stück aus dem Wasser gezogen haben und alle denken, oh, was ist denn da los? Grottet, warum jubeln die jetzt alle? Ich weiß es nicht, wir sollten sie fragen. Ja, und Hein hält das eine Stück total hoch. Ja, seht her! Was gibt's denn da zu jubeln unten? Hier, Alte, siehst du dieses Wappen, was auf dem Ruder ist? Diese Insignien? Die Schnitzereien? Sag mal her!
Ja, ist halt ein Stück von einem Ruder. Und da sind halt so Schnitzereien drin. Und was sind das für Schnitzereien? Ja, man sieht eindeutig Seeschlangen. Aha. Seeschlangen. Mhm. Ich lasse das Ruder fallen. Hey, hey, wir müssen das dem Captain zeigen. Siehst du, das ist Seeschlangen. Hast du gesehen? Ey, ich pack das aber nicht nochmal an. Richtig gut. Da sind Seeschlangen drauf. Nein, 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 das ist nichts Schlimmes. Das ist was Gutes. Was? Seeschlangen waren noch nie was Gutes. Doch, doch, doch. Hast du dir das Schiff von Beorn nicht angeguckt? Nein. Das ist die Seeschlange. Ach so. Und das ist sein Wappen. Ah, okay, aber ja. Das ist sein Wappen. Ja, Alter, das ist sein Wappen. Beorn. Ja, ja, hier. Gut. Trotzdem fasst du das an. Ja, Alter. Ja? Was kann ein Ruder dazu bringen, dass ein Stück herausbricht? Eine Seeschlange? Sind wir in Küstennähe oder sind wir weit auf dem offenen Meer? Ihr fahrt generell immer in Küstennähe, weil das die Art ist, der Torwaller zu manövrieren. Also ihr habt immer die Küste irgendwie im Blick. Ich habe nicht die weitesten Navigationskenntnisse. Ich guck mal, schätze mal, wie weit die Küste weg ist. Ja, ist schon ein paar Tage weg. Also man sieht es ja ganz knapp am Horizont. Kann es sein, dass es so weit draußen ein Cliff gibt, was unter einem Schiff vorbeischrappt und ein Stück des Ruders herausreißt? Und wenn dieses Cliff als Ruder... Na Moment, war das ein Ruderpaddel oder war das das Lenkruder? Nee, es ist Ruderpaddel. Ach so, dann... Also dann ist es da egal. Aber trotzdem, das ist eine Idee, denke ich, die wir auf jeden Fall mit dem Captain besprechen sollten und wie wir uns vor einem eventuellen Cliff schützen können. Sieht man diese aus dem Ausguck? Wir sehen nichts, meldet sich Grottet. Generell. Ja, irgendwann wird dann Philiasson mit oben Volker dann dazustoßen und sagen, also ich wüsste von keinen Riffen oder Kliffen oder wie du das hier nennst, also Untiefen oder sonst etwas hier in der Gegend. Es wird erst kompliziert, wenn wir weiter im Norden gegen Eis fahren, dann die Eisschollen und Eisberge zu entdecken, das wird schwierig. Aber ich denke, das Ruder ist ein gutes Zeichen. Wir haben immer gedacht, Beorn hat bestimmt viel Vorsprung vor uns, weil wir ja in Ulport Zeit verloren haben. Aber wenn es ihm auch nicht besser im Sturm ergangen ist, und wahrscheinlich hat Shah ja recht gehabt, dass der Sturm doch nicht von Beorn kommt. Woher habt ihr den Beweis, dass das Ruder in dem Sturm vernichtet wurde? Was soll es denn sonst gewesen sein? Das wäre besser. Das könnte es auch gewesen sein. Naja, du hast ja, Herr Jalte. Ja. Wie dem auch sei, er wird auf jeden Fall auch zurückgeschlagen worden sein. Das heißt, er kann nicht so viel Vorsprung haben, wie wir dachten. Der Sieg ist nah, Leute. Der Sieg ist nah. Los, legt euch in die Riemen. Wir müssen aufholen jetzt, wo wir wissen, dass er nicht so viel Vorsprung hat. Alles klar, ihr habt den Hetman gehört. Ab an die Ruder! Ich würde einfach mal die Stimmung so beobachten. Springen die alle an die Ruder voll Euphorie? Ja, oder total enthusiastisch. Dann läuft. Ja. Außer Fianna wahrscheinlich, weil körperliche Arbeit. Ja, was muss, hat muss, ne? Ja. Am nächsten Tag werdet ihr eine Nebelbank durchfahren. Nebel zieht langsam auf und ihr merkt auch, es wird deutlich kälter. Also es ist eh schon relativ kalt, weil es ist der Winter ja jetzt vor der Haustür steht und ihr fahrt gen Norden und so und langsam wird es unangenehm auch an Bord und ihr müsst euch in Felle wickeln, damit ihr keine Erfrierungen bekommt. Und nun durchfahrt ihr eine Nebelbank und es wird nass zudem, also noch nasser als es eh schon an Bord ist.
Und diese nebelige Nässe zieht tief in eure Klamotten hinein. Und und Valion und Kottet haben viel zu tun oben auf dem Ausguck, um ein bisschen, wenigstens ein bisschen durch die Nebelwand zu gucken zu können. Aber viel könnt auch ihr nicht erkennen. Und ihr fahrt relativ langsam, hat der Kapitän verordnet, weil wer weiß, was sich im Nebel befindet. Und schon machen die ersten Seemannsgruselgeschichten die Runde, als Valion oben auf dem Ausguck ein paar Töne vernimmt. Was für eine Art Töne denn? Ein Klingen. Es klingt wie ein... Wir sind ja zu zweit immer nach oben, oder? Ein dumpfes Klingen. Kottet, hörst du das auch? Kottet heult auf. Es klingt wie eine Glocke. Dann ist wohl ein anderes Schiffchen in der Nähe. So weit im Norden, um diese Jahreszeit. Ja, wo soll denn sonst an die Glocke herkommen? Kapitän! Der meldet dann halt das noch unten und jetzt bald ist die Glocke auch irgendwie von den anderen wahrnehmbar. Und auch ihr hört diesen dumpfen Ton der Glocke, der bedrohlich durch den Nebel klingt. Und sofort wendet sich Jalte wieder an Nasir. Das Totenschiff! Ich meine, nicht Halte, sondern Hein wendet sich an Nasir. Das Totenschiff! Und ein paar der anderen Seemänner springen ihm beiseite. Ja, das Totenschiff, es muss das Totenschiff sein. Es wird von Nebel begleitet. Was ist denn bitte das Totenschiff? Hast du noch nie von dem Totenschiff gehört? Es ist verschollen hier in den Gewässern und die Seelen der Matrosen konnten nicht zu Swaffnir gelangen und sind dazu verdammt, ihr ganzes Leben lang auf einem verfluchten Schiff durch die Gegend zu fahren. Und so streifen sie im Nebel umher und wann immer sie die Lebenden treffen, müssen sie die Mannschaft mit den Seelen nähren. Das heißt, sie bringen alle Leute um, die sie finden? Ja. Wer hat denn jemals von dem Totenschiff erzählt, wenn sie alle umbringen? Ja, unzählige Leute haben das schon gesehen. Den Kneipenmetze, Jalte erkennt die Geschichte auf jeden Fall auch. Nicht wahr? Und ganz, ganz viele Torwaller stimmen halt ein und sagen, ja, das muss das Totenschiff sein. Nun... Dann hoffe ich, dass ihr reinen Gewissens Swaffnir gegenübertreten könnt, wenn es uns findet. Und euer Gewissen nicht belastet, indem ihr andere verdächtigt oder. Jeder, der von euch Aberglaube hat, der kann mal eine Probe machen, irgendwie auf seinen Mut. Ja, nicht gestraft. Ich halte, das ist auf jeden Fall das Totenschiff und es fährt hier durch Bein und Mark und so. Und davor war ich ja vorher auch schon. Das war mir klar. Ja. Das Totenschiff kommt uns alle holen und ich klammere mich an meine mittlerweile 3 Amulette. Ja. Hier noch einer 1? Obwohl, nein, ich brauche die selber. Verdammt. Das geht den anderen Ralof und so den Konsorten geht es ähnlich. Auch die klammern sich an ihre Amulette. Und die Glocke kommt aber trotzdem näher und die Anspannung an Bord, das kann man förmlich spüren. Shaya und Nasir versuchen wahrscheinlich ein bisschen zu beschwichtigen. Und auch der Kapitän versucht mit Ohm Volkers Hilfe ein bisschen Mut in die Mannschaft zu bringen, aber man sieht schon, die Nerven der Mitreisenden sind bis zum Bersten gespannt. Machen einen Gebetskreis. Ja, so ähnlich wird es aussehen. Ja. Und so fahrt ihr weiter und diese gespannte Stimmung an Bord
während ihr durch den Nebel fahrt. Und auf einmal meldet sich vom Ausguck her Grottet, dass Schatten im Nebel auszumachen sind. Und alle laufen an die Reling und starren in den Nebel hinein. Und dann, ja, dort hinten, habt ihr es gesehen? Ja, ich hab's auch gesehen. Und immer noch hört man diese Glocke. Ich schnappe Axt und Schild. Ho, ist da draußen wer? Und man hört noch einmal, nachdem du da in den Nebel hinausbrüllst, die Glocke schlagen und dann irgendeine tiefe, unmenschlich klingende Stimme, die zurückruft. Und spätestens als das passiert, haben die Torvaler ganz die Nerven verloren und die ersten Bögen werden gespannt. Wie klingt die Stimme? Ja, vor allem, was ruft sie zurück? Man kann es nicht ganz verstehen. Es ist irgendwie ein Gemurmel oder eine tiefe, sonore Stimme, die, wie gesagt, ganz unmenschlich klingt. Mhm. Ja, ich würde mal zu Jalte rübergehen. Ja. Sag mal, Jalte. Ja? Kennt diese Geschichte von dem Totenschiff auch Beorgar? Wie heißt der? Der andere? Beorn? Jeder. Könnte das eine List von Beorn sein? Kann sein, aber wenn, dann ist es eine List, die ihm den Tod bringt. Ich werde bestimmt mein Schild und meine Axt nicht mehr senken. Ohne euch aufhalten zu wollen, mein Freund, aber wenn ihr ein Mannschaftsmitglied von Beorn tötet, sind wir disqualifiziert. Nur als Erinnerung. Aber meine Axt. Glaubt mir, das Risiko kann nicht eingehen. Und wenn es doch das Totenschiff ist? Es ist einfach ein Bauchgefühl von mir. Warum sollten sich untote Verfluchte, die sich Seelen nehmen wollen, durch eine Glocke und einen Ruf ankündigen, damit sich die Gegner wappnen können? Wenn ich ein Untoter wäre, ich würde das Schiff leise überfallen, um mir so schnell wie möglich die Seelen zu holen. Daran merkt man, dass du kein Torwaler bist. Ein echter Torwaler zieht nur gegen einen echten Torwaler und das bedeutet vollgerüstet und mit Axt und Schild. Ja, aber nicht mit Glocke und mit Ankündigung, oder? Und vor allem vielleicht mit einer Kriegstrommel. Ich denke, das ist bei euch eher Usus, aber eine Glocke. Nun. Ja, und schon klingt die Glocke nochmal viel näher und jetzt sind auch Umrisse eines Schiffes im Nebel zu erkennen. Und jetzt verlieren die ersten Torwaler inklusive Hain natürlich die Nerven und die Bögen sirren und es fliegen Pfeile Richtung die Schemen, die sich in den Nebel abzeichnen. Attacke! Sagt der Hetman was dazu? Er kann halt nicht mehr viel machen, weil die Pfeile sind schon geflogen. Und Valion horcht nochmal auf den Glockenklang und auf die sonore Stimme, die durch den Nebel klingt. Und jetzt meinst du, wieder diese Stimme zu vernehmen, die von aus den Schemen, also von Richtung der Schemen kommen, jetzt wo die Pfeile geflogen sind und die Torwaller unten schon die nächsten Pfeile auf die Sehnen legen. Du hörst, das sind menschliche Stimmen, doch? Und du hörst die Worte, verdammt nochmal! Hört auf zu schießen, das sind Menschen! Ja. Untote fluchen doch nicht! Was soll das? Und jetzt kann man die Stimmen viel, viel heller und viel, viel deutlicher hören und es kommen torwalsche Flüche zurück. Und dieses Schiff kommt näher und jetzt, wo sie aus den Schemen, aus dem Nebel herauskommen, erkennt man einen Robbenfänger, wie er irgendwie an die Seite der Seeadler fährt und mehrere Torwaller mit ihren Schilden und Äxten ebenfalls da stehen. Würde mal an den Rand gehen. Seid ihr dieses Totenschiff? Was? Wir sind doch kein Totenschiff. Da hört ihr, sie sind kein Totenschiff. Ihr könnt die Bögen senken. Ja. Wer seid ihr denn dann? Verdammt! Sie identifizieren sich auch und wie gesagt, es ist ein Robbenfänger und sie
machen Phileas so schwere Vorwürfe, dass er sich im Nebel nicht mit der Glocke ankündigt. Ja? Weil das könnte man ja, die Zusammenstoß mit den Schiffen wäre ja fast unvermeidbar gewesen, wenn sie nicht vorher so einen so guten Späher gehabt hätten und so. Und wenn wir nicht so klug gewesen wären und uns mit den Pfeilen angekündigt hätten. Ja, und so fahrt ihr den Rest des Weges durch die Nebelbank zusammen. Ja, die Seeleute erzählen auch Geschichten irgendwie von einem anderen Drachenboot, in dem sie begegnet sind. Wann? Moment, lass mich nicht lügen. Vor 5 Tagen haben sie ein anderes Drachenboot hier im Umkreis gesehen. Sah das Boot beschädigt aus? Nein, nicht sonderlich. Wir fanden ein Ruderteilstück. Uns ist nichts aufgefallen, dass dort ein Ruder fehlt. Dankt euch. Möge Arvis und Swafnir euch auf euren weiteren Reisen schützen. Ja. Wir wissen auch nur, dass der Kapitän wohl mit seiner ganzen Mannschaft hier so eine Expedition gemacht hat. Macht ihr auch sowas ins Eis? Warum fahrt ihr überhaupt so? Ja, Robben jagt er ja nicht. Ich würde den. Wir suchen zweizähnige Nasenschwänzler. Kopfschwänzler, Jalte. Ja, meine ich doch. Du weißt doch, wir haben mehr Kopf als Beorn, nicht Nasen. Ach so. Dann werdet ihr auf jeden Fall weiter in den Norden fahren müssen. Passt auf vor dem ewigen Eis, das ist sehr tückisch. Womit sich zum einen meine Frage erledigt hat, ob diese Information geheim ist. Und zum anderen, was tut man im ewigen Eis? Gibt es eine Möglichkeit, die Eisschollen zu umfahren oder? Naja, sicher muss man sie umfahren. Manchmal, ihr müsst nur aufpassen, dass sie euch nicht einklemmen. Manchmal denkt man, da man hat eine Passage gefunden und das Eis bewegt sich, ja. Dann unvorhergesehen und man kommt nicht wieder hinaus. Hab Dank. Ja. So, und so fahrt ihr weiter. Weiter nach Norden. Und es wird immer kälter und jetzt sieht man auch die ersten Eisschollen auf dem Wasser treiben. Und am Horizont sind auch schon Eisberge und auch wieder Land, eisiges Land zu sehen. Und es wird immer komplizierter, die Seeadler zu manövrieren und Phileasson und Ohmvolker arbeiten unter Hochdruck und wenn es nicht so kalt draußen wäre und der Schweiß sofort gefrieren würde, wenn er in den Bart rinnt, alle haben so Eisschollen im Bart von denjenigen, die einen Bart haben. Und besonders Inu macht das ganze Wetter sehr, sehr zu schaffen, weil er das überhaupt nicht gewohnt ist. Und ich denke, Nasir ist auch nicht gewohnt, dass es so kalt ist. Es fällt Schnee inzwischen. Und man muss sich echt... man schart sich des Abends auf jeden Fall mit Wonne an dem Feuer, was Shaya entzündet. Um sich wenigstens ein bisschen wärmen zu können. Und irgendwann geht ihr dann an Land, nämlich in einem kleinen Außenposten im Eis, von dem Phileasson wusste, dass er dort ist. Und man sieht, als er festmacht, mehrere kleine Schiffe auf dem Eis stehen. Aber kein Drachenseglerboot. Ihr seht ein großes, doch gut, dass du nachfragst, ein großes Drachenboot, was dort irgendwo vor Anker liegt wohl. Man sieht mehrere Igloos und man hört das Gebell von von Hunden, die ist das von fern, und auch einen großen Stapel Proviant und halt mehrere kleine Boote, die auf dem Eis zu stehen scheinen. Krasser Shit. Ich würde mich mal beim Kapitän erkundigen, oder beziehungsweise bei Jalte, haben wir eigentlich die nötige Ausrüstung für so tief ins Eis zu fahren? Haben wir alle dementsprechend warme Winterkleidung? Und ja, ihr habt auf jeden Fall Winterkleidung mitgenommen. Also, sonst wärt ihr ja auch schon längst erfroren hier. Ja,
sind diese zwei zähnigen Kopfschwänzler, ich habe den Namen immer nicht drauf, muss ich mir mal aufschreiben, sind das Landwesen, Wasserwesen, Luftwesen? Das sind Landwesen. Man hat dir inzwischen auch diese die Geschichten erzählt, das sind halt große Tiere mit halt einem Schwanz mitten im Gesicht, deswegen, ne? Wahnsinnige Kopfschwänzler. Ich verstehe. Haben wir denn Schneereiseausrüstung, Schneeschuhe, Eispickel? Das wird alles dort vorne auf uns warten und er deutet auf den großen Proviantberg. Den großen Proviantberg. Ja, ist wirklich so, sind Kisten aufeinander gestapelt und so Säcke und so, das könnt ihr erkennen. Und ja, wenn das jetzt, als er näher kommt und anlegt, seht ihr, dass die kleinen Schiffchen, die da stehen, halt wirklich kleine Schiffe sind. Aber unten an den Schiffen, die liegen halt nicht wie ein normales Schiff auf, sondern haben Kufen unten drunter. Das sind quasi Eissegler, nennt man sie. Mit denen man über das Eis fahren kann. Außerdem seht ihr mehrere Hundeschlitten. Dann würde ich mal nachfragen, ob schon klar ist, was wir genau alles brauchen oder ob wir jetzt erstmal eine Liste erstellen sollen für diese Expedition. Ja, der Phileasson sagt, dass er sich darum schon bei der Abfahrt gekümmert hat und dass dass der Proviant, den man im Eis braucht, hier halt hingeschafft wurde und auch, dass die Eissegler für uns bereitstehen, um uns weiter in den Norden zu fahren, wo die zweizähnigen Kopfschwänzler leben sollen. Wir müssen halt weiter gen Norden von hier aus und wir können halt mit der Seeadler nicht weiterfahren, weil es halt hier nur Eis gibt. Klar. Dann würde ich ihn mal fragen, ob es für ihn okay ist, bevor wir die Eissegler besteigen, ob wir da nochmal uns alle den Getränken, die wir bis jetzt hatten, entledigen können. Natürlich. Eine kleine Pinkelpause machen. Ja, wir machen alle eine kleine Pause. 5 Minuten sind wir wieder da. Bis später. Gleich.
Da sind wir wieder. Frisch aus dem unseren Namen in den Schnee pinkeln. Was der, natürlich den männlichen Mitgliedern der Besatzung deutlich leichter fällt als den Frauen. Aber naja, zumindest die Zwergin versucht es auch. Ja, die weitere Reise gestaltet sich wohl nun so, dass Phileas dann der Mannschaft eine Ruhephase gönnt, damit sich jeder von der Fahrt noch ein bisschen erholen kann. Und Krottet weist euch an und leitet euch an, wie man sich für ein Nachtlager, ein Iglu baut. Also erklärt euch, wie man das macht. Und übt das mit euch ein bisschen ein. Und Phileason verteilt ein bisschen Ausrüstung auf die Hundeschlitten, auf die Eissegler. Insgesamt habt ihr 3 Eissegler zur Verfügung. Und jeder Eissegler kann Besatzung mitnehmen. Moment, ich muss gerade mal gucken, wie viele Leute mitfahren können auf so einem Eissegler. Irgendwo stand das. 10 oder 12, ne? Genau, 10 Leute, glaube ich. Höchstens. Ich meine, ich hätte das echt gelesen, aber ich find gerade nicht die Stelle, wo es genau steht, wie viele Leute da mitfahren können. Sagen wir mal 10 Leute. Und ja, Phileason teilt halt die Eissegler so ein, dass einer auf jeden Fall erstmal die Route auskundschaften soll, in die man fahren soll. Und ihr werdet da angewiesen, euch ein paar Gefährten zusammenzusuchen, die mit euch zusammen die Route erstmal auskundschaften. Also Krottet und ihr zusammen sollt auf jeden Fall erstmal auskundschaften. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wen ihr noch von Bord mitnehmt. Ich meine, dann seid ihr schon zu 5. 5 weitere Leute könnt ihr noch mitnehmen. Also wir brauchen sicherlich, wenn es hart auf hart kommt, jemand, der noch ordentlich zuschlagen kann. Ich bin dafür, dass wir noch Raluf mitnehmen. Ja, Raluf, klar. Wie sehr macht Mira die Kälte aus? Ja, der scheint zu bekommt sie ja gar nicht. Das Einzige ist halt, dass sie ein bisschen merkt, dass die metallenen Teile ihrer Rüstung so ein bisschen mit der Kälte nicht klarkommen, aber Wie sieht's denn mit klagt sich aus? Zumindest nicht, sie ist froh, dass es wieder festen Boden unter ihren Füßen gibt. Ino hat ja die totalen Probleme mit der Kälte. Ja, der hat auf jeden Fall merkt, sehr, sehr starke Probleme und hat sich in 3-mal so viele Kleidung gehüllt wie ihr und scheint immer noch zu frieren, bis zum geht nicht mehr. Könnten noch Mira mitnehmen. Die gute, da tut das bestimmt gut, wenn sie ein wenig sich an Land bewegen kann. Ja. Ist ja nur eine andere Art von Schiff, ne? Ach, hier steht übrigens, ich hab's gefunden, 6 Mann kann es transportieren. Ich sag mal, das heißt nur einen weiteren Person neben euch und Krottet. Ne, 2. Ihr seid ja zu 4. Ja. 4 Krottet und noch eine Person mehr, genau. Raluf oder Mira. Stimmt, ja. Oder noch wen anders. Hein vielleicht. Ich bin eindeutig für Hein. Nein. Oder Shaya oder Oom Volker. Oder vielleicht doch New. Fianna, was meinst du? Ich finde, wir sollten Mira mitnehmen. Ja, dann. Gut. Ist natürlich total stolz, dass sie ausgewählt wird, mitzukommen. Will sich endlich mal beweisen, dass ein echter Zwerg halt auch was beizutragen hat, weil bisher auf dem Wasser war sie ja noch nicht so die Hilfe. Aber sie meint halt, auf Eis geht es auf jeden Fall besser.
In den Gebirgen, wo die Zwerge hausen, gibt es oft Gletscher und da sind die Zwerge halt auch zu Hause. Dann kannst du uns ja bestimmt gut beraten, Mira. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, sie schultert ihre Axt und klettert auf den Eissegler. Eine grundlegende Frage. Wie informieren wir den Rest der Besatzung über die Strecke, die wir auskundschaften, korrekt? Ja, ihr fahrt vor. So ein Eissegler ist relativ schnell. Der kann bis zu 60 Meilen pro Stunde fahren. Und wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche Weggabelungen seht oder so, dann fahrt ihr halt zurück und meldet das, dass der Track, der wesentlich langsamer fährt als ihr, halt da nicht hinfahren soll. Also ihr seid bis zu 6-mal so schnell wie der Rest. Von daher ist das ohne Probleme möglich, nach vorne zu fahren, den Weg auszukundschaften und dann zurückzukommen und dem Rest des Tracks zu sagen, wo er langfahren soll. Entschuldigt, aber nach welchen Kriterien wählen wir den Weg aus? Gibt es eine Strecke, die wir vorhaben? Wir müssen gen Norden, meint Zweizählig. Okay. Leerum ist nach Norden. Mhm. Im Norden sollen die zweizähligen Kopfschwänzler sein. Dich also nennt man Nasir, oder? Und guck dabei unser neuestes Mannschaftsmitglied an. Das ist korrekt. Dem habe ich das Vergnügen. Ich bin Valion Herzensklang. Und wir hatten ja noch nicht allzu viel Zeit, miteinander zu sprechen, da ich meistens im Ausguck war. Das ist korrekt, Valion. Ihr seid ein Waldelf? Nein, vom Volk der Auen komme ich. Ich muss gestehen, dass ich mit euren Brüdern aus den Wäldern schon einen Konflikt hinter mir habe. Das betrübt mich zu hören. Ja, einer seufzt schwer. Eurer Brüder aus den Wäldern hat meine Frau und somit auch mein werdendes Kind erschossen. Ja, jetzt gucke ich wirklich ganz traurig rein. Das war leider ein Missverständnis. Schrecklich, das dachte ich mir. Dennoch schrecklich, dass so etwas passiert ist. Kinder sind etwas sehr Kostbares. Ich würde Kopfschütteln, um mich irgendwie so geistig nochmal klar zu machen. Aber nun, dafür könnt ihr ja schließlich nichts. Wir sind zusammen auf dieser Quest und also stehen wir auch so zusammen. Ja, ich reiche ihm dann die Hand. Ich habe gesehen, die Torwaller machen das genauso. Ja. Und warum seid ihr hier? Ich suche nach meinen Vorfahren oder vielmehr, warum sie so wurden, wie sie waren und wie es zu ihrem Fall kam. Wie du vielleicht weißt, stammen fast alle Elfen von den Hochelfen ab, außer jenen des Waldes. Ich stehe. Bei den Menschen gibt es ein Sprichwort. Hochmut kommt vor dem Fall. Vielleicht hat es damit etwas zu tun. Das ist gut möglich, ja. Ich habe ja mit diesem Lehrmeister gesprochen in Ulport. Und schien mir, sich sehr in diese Richtung zu entwickeln. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Zeit. Jetzt einmal sollten wir sehen, dass wir den Weg auskundschaften. Ja. Jo, wie genau wollt ihr vorgehen? Gibt es sowas wie einen Ausguck? Nee, dafür sind die Boote zu klein. Also, könnt natürlich einen nach vorne setzen, der irgendwie ein bisschen spät, aber es gibt halt keinen Mast groß. Es sind halt, wie gesagt, für 6 Leute ausgelegte kleine Eissegler, die wirklich auch eine wirklich hohe Geschwindigkeit erreichen können. Und dafür müssen wir halt einmal nicht rudern, ne? Nee. Die fahren halt kein Segeln über das Eis. Wie sind die Witterungsverhältnisse?
Momentan sieht es schneit halt, aber es ist auch windig und ja. Aber sonst sieht es noch sehr gut aus, was das Wetter angeht. Schneien wird es hier wohl öfter. Nun, ja, ich würde mich einfach der Gruppe beraten. Wie steuert man diese Eissegler? Jalte, weißt du das? Boah, das wird uns doch wahrscheinlich Grottet erzählen, oder? Oder der wird das Ding sogar steuern. Braucht man einen, braucht man mehrere. Ist nicht so viel anders, als wäre ein kleines Boot zu fahren. Die Alte wird das sicherlich auch hinkriegen. So. Ist halt ein kleines Segelboot, ne? Mehr oder weniger. Ja. Aber dann. Aber mit Anschieben wahrscheinlich, ne? Mit Anschieben am Anfang wahrscheinlich, ne? Klar. Sicher. Muss ja einmal in Schwung kommen. Nun, mein Vorschlag wäre, dass Valion. Sorry, Valion sich an die Spitze begibt und weil er wohl die besten Augen hat, nach Problemen weiter vorne auf dem Weg ausguckt. Und ich könnte mich einbringen, indem ich der Person, die den Eissegler lenkt, sagen, ob wir Richtung Norden fahren oder sonst wohin. Ich habe ein natürliches Gespür für die Richtung, in die wir uns bewegen. Das prädestiniert euch dafür, dass ihr mit dem Kundschafter mitfahrt, mal. Na, hier. Danke. Den gleichen Gedanken hatte ich auch, dass ich vorne Platz nehme. Wobei es gut wäre, wenn wir ab und an den Platz tauschen, Grottet. Der Platz vorne wird sicherlich der kälteste sein. Ich gehe auch davon aus, dass ihr den meisten Fahrtwind dann abbekommt. Sieht sich Aber ich noch fange jemand erst von einmal euch, an. Jalte, du könntest das Steuer auch übernehmen, nicht wahr? Ja, ich kann es ja mal probieren, ne? Dann wechseln wir uns dann ab. Dann testen wir es doch am besten jetzt, wo das Boot noch nicht volle Geschwindigkeit hat. Ihr macht eine kleine Testfahrt rund ums Lager und ja, es ist die alte, das ist wirklich wie so ein kleines Segelboot. Also es ist relativ. Also traust du das auf jeden Fall zu, dass du das fahren kannst. Ist klar. Und ja, dann brecht ihr auch alsbald auf und fahrt so einige Stunden gen Norden, immer unter der Anleitung von Nasir. Und merkt schon, dass das Boot schon einiges an Geschwindigkeit aufnehmen kann. Und an euch vorbei rauschen die Eisberge und die eisigen, mit Kristallen teilweise überzogenen Ebenen. Überall ist es weiß und hin und wieder glitzert der Schnee. Und es ist unglaublich kalt. Niemand von euch war jemals so weit im Norden und hat jemals eine solche Kälte mitbekommen, wie es jetzt gerade ist. Und das bemerkt man auf jeden Fall daran, zum Beispiel, Jalte merkt das an seinen Amuletten, die er um sich herum trägt, dass die langsam beginnen, wirklich an der Haut festzufrieren. Dann bemerkt man das natürlich auch an den Waffen, die man trägt, dass das Metall langsam anfängt, spröde zu werden in der Kälte. Und ja, es ist halt unglaublich kalt. Gerade wenn man vorne sitzt wie Valion und den ganzen Fahrtwind noch mit voller Wucht ins Gesicht bekommt. Schon längst hast du angefangen, dass du dein Gesicht mit einem Tuch irgendwie schützt vor der Eiseskälte. Und ja, es ist wirklich, du weißt, dass deine Verwandten hier im Norden leben sollen, aber wie kann man in einer so lebensfeindlichen Welt noch Lieder singen? Ja, ich nutze dann auch die Vorschläge, die Kott so gemacht hat. Also zum einen natürlich diese Brille sich aufzusetzen, um nicht zu erblinden. Und zum anderen halt das Gesicht einzufetten. Genau. Grottet hat so eine kleine Salbe vorbereitet, mit der ihr euch eincremen könnt. Und ja, ihr fahrt eine ganze Weile und
Irgendwann, du schaust immer noch geradeaus und es sieht alles gleich aus. Es ist alles weiß, es ist alles glatt, es ist alles ein bisschen hin und wieder ein paar Kristalle. Du siehst am Horizont ein paar Berge. Aber eigentlich ist dieses ganze Ding sieht gleich aus. Und hättet ihr nicht den Nasir, der hin und wieder sagt, dass du vom Kurs abkommt und wieder nach rechts oder links fahren müsst, um gen Norden zu fahren, du könntest dich fast gar nicht orientieren hier. Und schaust weiter voraus, bis irgendwann irgendwie ein Ruck durch das Boot geht, und der ein bisschen heftiger ist als die üblichen Hügel, die man so überfahren hat. Und ihr hört einen empörten Schrei von Mira. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Bei Angrosch, bei Angrosch! Wir fliegen! Ja, was? Und ja, ich guck da mal runter, ich bin ja direkt am Bug. Genau, und in dem Moment schaut ihr irgendwie über die Reling nach unten und ihr seht eine gähnende Leere unter euch. Ein Abgrund. Und schon setzt der Eissegler an der anderen, setzt er wieder auf festen Boden auf und ihr fahrt weiter. Und Krottet stoppt so natürlich sofort. Und ihr steigt aus und geht ein Stück zurück und seht diese riesige Spalte, die im Eis ist. Die einen riesigen tiefen Abgrund. Ihr hattet das Glück, dass Eissegler hinter dem kleinen Hügel, über den ihr drüber gefahren seid, quasi über diese Spalte drüber gesprungen ist. Wenn die ein bisschen breiter gewesen wäre, wärt ihr in die Tiefe gefallen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, auf diesen Weg zurückzukehren. Wahrscheinlich. Die Spalte ist nicht sonderlich breit, also man könnte sie umfahren. Aber das ist auf jeden Fall ein Hindernis, von dem man sich in Acht nehmen muss. Und Krottet schlägt vor, dass man in Zukunft wahrscheinlich etwas langsamer fahren sollte, um sowas zu vermeiden. Definitiv. Wir hatten Glück. Es war nicht unser Schicksal, dass wir an diesem Tag sterben sollen. Ihr fahrt noch ein paar Meter weiter gen Norden, um ein bisschen auszukundschaften, wie weit diese Spalte geht. Und merkt bald, dass es nur ein kleiner Ausläufer war. Denn alsbald erreicht ihr eine riesige Eisspalte, die man tatsächlich auch nicht übersehen kann. Hier ist das Packeis wirklich fast über 10, 20 Meter hinweg eingerissen. Das kann man auf keinen Fall überqueren. Zumindest nicht auf normalem Wege. Diese Spalte müssen wir wohl empfahren. Ja, und ihr fahrt ein paar Meter nach rechts, nach links, wendet den Eissegler immer wieder. Die Spalte scheint sich relativ weit nach Westen und Osten auszudehnen. Das Meer ist westlich von uns. Das Meer ist im Südwesten von euch. Dann ist ja wahrscheinlich, dass der Riss Richtung Meer größer wird oder Richtung genau, Meer aufgeht. Ja. Würde ich vorschlagen, dass wir nach Osten fahren. Fianna, weißt du ein Lied, das uns darüber bringen könnte? Über das Eis? Nee, Fluglieder kann ich nicht, glaube ich. Ich gucke nochmal kurz nach. Aber das glaube ich nicht. So was kann ich nicht. Tja. Dann nach Osten? Ja. Ja. Okay. Ja, ihr wartet noch ein paar Stunden, bis der Tross irgendwie, ihr fahrt erst zurück, meldet natürlich, dass man hier nicht weiterkommt. Und es wird erstmal gelagert dann dort, wo ihr auf den Tross fährt. Dann fahrt ihr am nächsten Tag zurück an die Spalte, weiter vor. In der Nacht sind lustige Dinge passiert, zum Beispiel haben nicht alle Torwaller richtig begriffen, wie man diese Iglus baut. Und einige sind natürlich eingestürzt über Nacht. Ja, und ihr fahrt am nächsten Tag trotzdem weiter voraus, an der Spalte entlang, immer gen Osten, um einen Weg darum herum zu finden. Und irgendwann
Könnt ihr alle mal eine Intuitionsprobe machen? Und wenn ihr das habt, irgendwie sowas wie Wettervorhersage? Denn Nasir hatte ja eben schon mal drauf geachtet, wie die Wetterverhältnisse sind. Die Intuitionsprobe ist schon mal gelungen. Mhm. Oh, wo sind denn die Talente? Ja. Gibt's Wettervorhersage? Genau, das hat man beim letzten Mal schon irgendwie gehabt. Wettervorhersage gibt es ja nicht als Talent. Gibt's nicht mehr, ja. Deswegen sagte ich ja Intuition. Das ist ja, glaube ich, irgendwie eine Sonderfertigkeit. Oder so Wildnisleben halt. Ja. Also bietet mir was an, Wildnisleben würde ich auch nehmen. Ja. Ansonsten einfach nur Intuition. Ach. Zwei Erfolgs. Qualitätsstufen. Drei Qualitätsstufen. Ja. Drei hat man ab 6? Drei hast du ab 7. Ab 7. Ja, dann habe ich auch 3 Qualitätsstufen. Die alte? Ja, nicht geschafft. Du hast keine Ahnung. Und unsere Magierin? Ich habe sowohl Intuition als auch eine Wildnislebenprobe geschafft, allerdings also nicht so gut nur wie die anderen. Geschafft, ohne, ja, nur geschafft, ohne besondere. Okay. Ja, dann wird zuerst Nasir und Valion auffallen, dass wohl ein Sturm aufzieht. Man sieht das, merkt das so irgendwie, ja, wie macht sich sowas bemerkbar? Wie man halt so in den Knochen. Ein bisschen kann man die Verwehungen schon am Horizont sehen. Macht euch bereit, ein Sturm kommt! Ja, und Krottet gibt sofort die Anweisung, dass man halt das gestoppt wird. Ihr stoppt den Eissegler und ja, wie wollt ihr euch wappnen, wenn jetzt ein Sturm aufzieht? Warm anziehen. Ich würde am besten gucken, kann man den Eissegler irgendwie in Richtung des Sturms auf die Seite kippen, dass man das Ding als Schutz nehmen kann? Ja, das Ding ist relativ groß, aber man kann es mit Sicherheit irgendwie auf die Seite kippen, ja. Noch besser wäre es, wenn wir uns unter ihn legen können. Ja. Ja, also das Ding irgendwie zum Schutz mitnehmen, ja. Das Segel wird das natürlich eingezogen, ne? Mhm. Ja. Und den Mast müssen wir natürlich auch einklappen. Kann man, ja, kann man den irgendwie rausnehmen, einklappen? Den kannst du einklappen, ja. Ja, ihr werdet auch mit so ein paar Seilen und so, also Ankern, den Eissegler auch auf dem Boden verankern können. Und Cortet meint auch, dass wir im Windschatten des Eisseglers sich verschanzen müsste. Mhm. Könnte jetzt auch noch ein bisschen aus dem Schnee noch versuchen, kleine Mauern zu bauen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, so wappnet ihr euch und tatsächlich gar nicht so lange später trifft ein heftiger Sturm auf euch, der einige Stunden anhält und euch wirklich fast alles abverlangt. Wenn ihr vorher dachtet, es wäre kalt, jetzt ist es auf jeden Fall noch kälter. Und ja, die Zwergin heult auf voll Schmerz, weil sie natürlich ihr Kettenhemd zwar nicht auf der blanken Haut trägt, aber sich wirklich bemerkbar macht, dass diese Stahlketten jetzt bei diesen Wetterungsbedingungen sich so gut wie gar nicht mehr bewegen lassen. Und ja, ihr habt Glück, dass ihr den Eissegler als Brecher im Wind habt. Und ja, als der Sturm dann abebbt, habt ihr das Gefühl, ihr werdet irgendwie ja, fast überschüttet von dem Schnee. Krottet hat euch noch den Tipp gegeben, euch so halb in den Schnee einzugraben, damit ihr es wärmer habt. Und ja, ihr wühlt euch dann wieder frei von den ganzen Schneemassen, die über euch hochgeschüttet sind. Und versucht gerade, euch ein Feuer zu entzünden, damit es wieder ein bisschen wärmer und ihr wieder Wärme in die Knochen bekommt. Und den Elementen zu trotzen und könnt alle mal eine Sinnesschärfenprobe ablegen. Wo steht's denn? Ach, die ist übrigens um 3 erschwert. Entschuldigung. 3 erschwert. Das ist sehr schwer.
Das macht gar nichts. Ich habe trotzdem 3 Qualitätsstufen. Ich habe 1 Qualitätsstufe. Ja. Denkt dran, dass ihr auch eure Schicksalspunkte noch kaufen könnt, um noch Stufen dazu zu kaufen. Ich habe 2 Qualitätsstufen, weil ich ein Schicksalspunkt habe. Ja, ne, 3 schaffe ich nicht, aber 2 schaffe ich trotz der Schwernis. Einer. Ja, dann vermeint ihr alle irgendwie eine Stimme zu vernehmen. Aus der Ferne, aus Richtung Osten. Eine Stimme, die euren Namen ruft. Valion. Wer sollte denn hier meinen Namen kennen? Das ist ja seltsam. Und eine männliche Stimme. Fiona. Hören wir jeweils nur unseren eigenen Namen oder hören wir auch die anderen Namen? Hört ihr es auch, wie jemand nach mir ruft? Die rufen mich? Du heißt doch überhaupt nicht, Alte. Okay, also werden wir irgendwie alle gerufen? Was ist das für eine Täuschung des Eises? Krottet, kennst du das? Weiß nicht, aber es ruft mich. Ach was, es ist eindeutig eine zwergische Stimme und sie ruft mich. Ja, aber man hört immer nur seinen eigenen Namen. Und entschuldigt, aber Nasir klingt auf keinen Fall so ähnlich. Das ist einfach falsch verstanden. Weil ihr kein Rogolan spricht. Kann das eine Art von... War die Stimme bei euch auf Rogolan? Ja, natürlich. Nein, sie hat Gareti gesprochen. Was, bei mir oder Vidia? Elfisch gesprochen, Valion. Die Stira. Seht ihr, wir verstehen unterschiedliche Namen und unterschiedliche Sprachen. Ich bin jetzt nicht der Experte, aber für mich klingt das nach Magie. Yep. Ja. Und ihr blickt in die Richtung, aus der die Stimme kommt und seht dann auf einem Hügel, der aus Schnee steht, eine wirklich sehr, sehr schöne Gestalt des jeweils anderen Geschlechtes und winkt zu euch herüber. Und dann hört ihr wieder euren Namen, das Winken, und in euch staut sich so dieses Verlangen, dorthin zu gehen. Wenn ich mich eben übersetzen will, ist wahrscheinlich eine Selbstbeherrschungsprobe angesagt, ne? Genau, die Selbstbeherrschungsprobe können jetzt alle mal machen. Achso, ich sollte für die Anwesenden auch mal würfeln. Ja, Krotte, das... 2, die Zwergin. Pff. Ich bin vergeben! 2 Qualitätsstufen. Mhm. 3 Qualitätsstufen. 1 Qualitätsstufe, aber geschafft. Mhm. Und Nasir war? 2. 2. Ja. Dann könnt ihr dieser Versuchung widerstehen, dorthin zu laufen. Krotte zögert kurz, bewegt sich so 2-3 Schritte Richtung der Gestalt, kann sich dann aber irgendwie mit einem Schütteln dann doch noch fangen. Was für ein Zauber ist das? Eine Art Zwang. Ich sehe dort eine Elfe. Ihr wahrscheinlich etwas anderes, richtig? Ja, eine Nivesin. Sehr stattlicher Mann. In Sumpfländern des Mittelreiches gibt es Kreaturen, die man Irrlichter nennt, die Personen in ihren Bann ziehen wollen. Vielleicht ist das die arktische Version davon. Möglich. Sowas schon mal gehört, die Alte? Hab ich? Bestimmt, ne? Irrlichter? Hast du schon von gehört, bestimmt, ja. Ja. Ja, hab ich schon von gehört. Sollte man sich von fernhalten. Amulette helfen. Ja. Hinfort, du Schreckgestalt! Ja. Und, Gibt's dazu irgendwelche Sagen und Legenden, die da. Ja, kannst du mal würfeln? Ja, Wollo, das sind 7 über, das sind wieder 3 Qualitätsstufen, ne? Ja. Mhm.
Dann weißt du, dass es, ja, du hast mal irgendwann mal eine Abhandlung darüber gelesen, über Feengestalten im Mittelreichen und hast dann auch irgendwie einen Exkurs gehabt zu Geisterwesen, die auch im Norden beheimatet sein sollen. Eisfeen nennt man die. Und ja, sie locken halt Menschen in ihre Arme und umschließen sie mit ja, einer Umarmung dann, wenn man dorthin geht, und man hat diese Menschen dann nie wieder gesehen. Das heißt, dass sie einen in das Feenreich führen. Okay. Leute, wir müssen uns gegenseitig schützen davor. Falls irgendwer sieht, dass jemand doch sich aufmacht, dahin zu laufen, dann haltet ihn oder sie ab, dahin zu gehen. Das sind Eisfeen. Von denen habe ich mal was gehört. Die locken Leute in ihren Bann und sie rufen so verlockend, dass man zu ihnen hingeht und sich von ihnen in die Arme nehmen lässt, und jeder, der zu diesen Eisfeen hingegangen ist, ist niemals wieder gesehen worden. Wir müssen gegenseitig auf uns aufpassen, damit niemand dieser Versuchung erliegt. Ich drücke jedem so ein Holzamulett auf die Brust. Ja. Was soll ich jetzt damit? Oh Meng. Und ich zeige auf meins. Nasir? Könntest du eine Karte anfertigen von der Gegend hier? Ich meine, dann können wir das einzeichnen, dass die Leute sich davor in Acht nehmen müssen. Ich zeig auf meine dicken Handschuhe. Würde ich gerne, aber wie soll ich damit bitte Zirkel, Stift und Lineal führen? Nun, du müsst doch irgendwie einen Weg finden, eine Karte anzufertigen. Mit welchen Landmarken denn? Hier kennt man doch auch nichts wieder. Nun, die Spalten und so weiter könnte ich natürlich schon, und auch die gefahrenen Kilometer und die Richtung. Wir zünden ein Feuer an und dann könnt ihr für kurze Zeit etwas zeichnen und dann die Handschuhe wieder anziehen. Das ist eine gute Idee. Ja, ich würde trotzdem vorher aber nochmal den Geweihten raushängen lassen und mein Avis-Symbol in die Luft recken. Hinfort mit dir, du Kreatur der Niederhöllen! Genau. Ja, die Kreatur verschwindet dann auch. Und auch diese Reisenden stehen unter dem Schutz. Das Amulett hat geholfen. So. Ja. Mira Ein meint, auch schade, der sah so stattlich aus. Obwohl, ich bin vergeben. Willst du mal so anknüpfen von der Seite? Mira, es war ein unlebendiges Etwas, das deine Seele fressen wollte. Es hat nicht stattlich für dich auszusehen. Aber Zwerge sehen auch unheilig stattlich aus. Und dann nimmt man sich ein bisschen Zeit, dass du noch was einzeichnen kannst. Ja. Und dann fahrt ihr weiter. Und im matten Schein der Wintersonne, die jetzt langsam so am Horizont ist, kann Valion, wenn er vorne ist, ein etwas Kleines, Stachliges auf dem Eis erkennen. Und schaust genau hin. Das, was auf dem Eis. Schaust genauer hin und machst eine Sinnesschärfenprobe. Plus 2. Kalt. Würfel. Ah, der Feed. Moment. Muss jetzt mal wiederfinden. Hier unten. Moment. Dann nehme ich halt einen anderen. Fing ja gut an mit 4 und 8, aber eine 20 ist dann nicht so toll. Und wie viel sagst du, was du kannst ja auch einen Schicksalspunkt ausgeben, um die 20 Genau, dann gebe ich einen Schicksalspunkt aus. Das ist eine 15, das ist doch schon mal besser. Um wie viel war die jetzt erschwert? Um 2. Um 2. Dann habe ich noch 6 übrig, also 2 Qualitätsstufen. Gut, dann kannst du dieses Gebilde relativ deutlich erkennen, wie gesagt, dieses stachelige Ding, und stößt sofort einen Warnruf aus. Und Krottet nimmt sofort Fahrt aus dem Segler. Und ihr haltet an. Und ja, jetzt steht ihr dann so, und in einiger Entfernung ist dieses komische Hindernis vor euch. Und wie sieht das halt aus? Sagt ja, ich erkenne es ganz klar. Ja, es ist
sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Es ist eine Art Kugel, würdest du sagen. Fast einen Schritt groß. Und das hat, ist über und über mit langen Stacheln bewehrt. Also ähnlich wie beim Igel. Mhm. Und ja, besteht denn aus Schnee, Eis? Oder scheint aus einer Art Kristall zu bestehen, aber das ist was, was du von hier aus sehen kannst. Ich sehe eine Art, ja, wie einen schrittgroßen Igel aus Kristall. Wie gut, dass wir da nicht raufgefahren sind. Bewegt er sich? Nee. Nein. Können wir nun fahren? Könntet ihr, ist ja nur einen Meter groß. Wer von euch hat Neugier? Genau, wie ist es denn hier? Ist man direkt auf Neugier oder ist es da auch Selbstbeherrschung? Nee, ich würde einfach sagen, der Neugier hatte, ist neugierig. Okay. Ach so, ohne Würfeln jetzt? Ihr könnt gerne Selbstbeherrschung machen, um euer Neugier im Zaum zu halten, aber ihr könnt... Ja, definitiv. Die Selbstbeherrschungsprobe mit Neugier wird erschwert, oder? Ja, genau, um zwei. Ich bin Rebeck, ich guck mir die Igel an. Ja, verkackt. Ja. Auch. Dann steigt so, Legolas man mir über die Bordwand geflankt und ich laufe durch den Schnee halt. Ja, stapft durch den Schnee Richtung dieser merkwürdigen Gestalten. Jetzt, wo ihr dann näher kommt, könnt ihr sehen, dass ein ganzes Feld davon vor euch liegt. Überall diese Wesen auf dem Boden liegen. Das heißt, wenn ihr es umfahren hättet, wird ihr früher oder später wieder auf welche gestoßen. Nicht alle sind so groß wie das, was Valion da gesehen hat. Aber alle sehen ungefähr gleich aus von der Form her. Also Kugeln, aus denen überall so spitze Stacheln hervorragen. Irgendwie scheinen jetzt wirklich aus Kristall zu bescheinen. Und der Wind pfeift durch dieses Feld, auf dem die, dieses Schneefeld, auf dem die liegen. Und irgendwie an euer Ohr dringen merkwürdige, schiefe Töne, die wahrscheinlich durch diese Kristallstacheln hervorgerufen werden. Und ja, es ist, klingt wie, vor allem für Valion klingt es wie eine wirklich schlimme Melodie, die dort gespielt wird. Eine Dissonanz, die man echt schwer ertragen kann, wenn man ein musikalischer Mensch ist. Ja, und dann wende ich mich dann auch davon ab. Ja, und auch auf die anderen. Ich halte umklammert sein Holzamulett noch ein bisschen fester. Und weil diese Wesen irgendetwas von irgendeine Aura an sich haben, irgendwas, jetzt wo du nah dran bist, irgendwas stimmt damit nicht. Was auch immer das ist, hat irgendeinen merkwürdigen, es scheint zu singen oder diese Melodie von dem Wind zu dir getragen, die klingt so falsch und. Da helfen nur zwei Dinge: Schild, Axt. Genau, Schild und Axt. Und mit der Szenerie, dass Chalte vorne steht, sein Schild gewappnet, vorne und die Axt erhoben, neben ihm die Zwergin mit ihrer Zweihandaxt ebenfalls erhoben, Valion abgewandt mit den Händen auf den Ohren. Was machen Nasir und Fianna? Ich gucke, ob ich irgendwas finde, was ich mir in die kann, aber ich will da trotzdem noch näher ran. Ich will mir die angucken. Ja. Steht jetzt quasi schon fast vor so einem, könntest schon fast anfassen. Und kramst irgendwie, ja, so, du hast eh schon so eine Pelzmütze auf, die dir über die Ohren geht. So viel mehr könntest du dir nicht in die Ohren stecken. Und du bist fast so auf Handreichweite da. Und während die anderen mit ihren Waffen erhoben sind, Valion so dich die Hände auf die Ohren drückt, auf die Kapuze und Nasir was macht. Ja, auch den Stab so vorgestreckt. Das liegt oben auf einer Kuppe von dem Berg, oder? Nee, das ist ein weites Eisfeld oder, vor euch. Das ist einfach kein nicht abschüssig, nee. Nix. Ganz gerade. Ja, dann einfach mal mit dem Stab vorgehen, gucken, ob man das pock anpucken kann. Und Fianna, neugierig wie sie ist, vorne vor und will fast dieses Ding einmal anfassen. Und da können wir an dieser Stelle dann ausblenden und dann schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Was Fianna und ihre
Gefährten herausfinden, was es da mit auf sich hat mit diesem Kristallwesen im Eis. Ja. Ja, sehr schöner Cliffhanger. Ich bedanke mich bei meinen Mitspielern, bei Leopardin202, bei Mischka, beim Pölle und beim Enigmon fürs Mitmachen. Ich danke euch fürs Zugucken. Wann es weitergeht, erfahrt ihr auf dem Nerdpol. Oben läuft auch der Ticker durch, nerdpol.yoko.de, da könnt ihr nachgucken, wann es weitergeht. Auf YouTube, wenn ihr es nachguckt, hallo, wisst ihr Bescheid. Und ja, auf dem Nerdpol gibt es auch noch ganz viele andere tolle Streams von anderen Rollenspielrunden, nicht nur DSA, sondern auch andere Systeme. Guckt da noch mal rein, das lohnt sich, weil da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Unter anderem zum Beispiel Sachen von Mischka, der auch Sache, tolle DSA-Streams in letzter Zeit raushaut, ganz viele alte Abenteuer bespielt. Also wenn euch sowas interessiert, dann schaut mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei, dem Mischka RPG. Und könnt ihr auch über den Nordpol erfahren. Direkte Links gibt's da. Und ja, bis sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Ungefähr in einem Monat geht's weiter. Ende November könnt ihr euch wappnen für den nächsten Teil der Phileas-Saga. Bis dahin, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.